Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren in Davos. Zusammen mit Jean-Claude Leclerc begrüße ich Sie zur Übertragung der 9. Etappe von Wetzikon nach Davos. Seit Tagen ist die Ausgangslage dieselbe. Christophe Fagnolutto aus Frankreich. Er führt mehr als 5 Minuten vor Oscar Kammensind, mehr als 6 Minuten vor Jan Ulrich und noch immer sehr gut klassiert. Philippe Pujol und Beat Berg und auch Roland Meyer. 4 Schweizer in den ersten 10 am vorletzten Tag der Tour de Suisse. Die heutige Etappe startet in Wetzikon. 6 Bergpreise, 4-mal Dritter, 1-mal Zweiter und 1-mal Erster Kategorie, also mehr oder weniger ein ständiges Auf und Ab. Die Fahrer befinden sich jetzt an der St. Luzi-Steig vor Landquart und werden dann den Aufstieg in Angriff nehmen, hinauf zum Wolfgangpass nach Davos. In Davos ist noch eine kurze Zusatzschlaufe zu absolvieren. Die Distanz 192,9 Kilometer. Heute wohl die letzte Gelegenheit, Goldtrikotträger Agnoluto anzugreifen. Nach Punkten führt Kammensind, im Bergpreis Garcelli, im Sprint Guidi. Auch dies seit Tagen eine unveränderte Situation. Heute also noch einmal ein Großkampftag eventuell für die Mannschaft des Leaders, die sich ja gestern ihrer Haut erwehren musste. Gianni Bugno bei bester Laune, der zweifache Weltmeister. Vor dem Start. Also ich würde sagen, wird ganz sicher auf Angriff gefahren. Ich wünsche mir als Tourdirektor bereits natürlich an der Rolf Deck, der ist das Rennen absolut lanciert. Es wird sehr difficil, aber 5 Minuten. Es wird schwierig sein, Agnoluto 5 Minuten abzunehmen. Er fährt gut. Ich hoffe für Kammensind, aber es wird schwierig sein. Aber wird sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein und wahrscheinlich wird von Anfang an wird wieder der vierte Leader voll attackiert und ich hoffe, dass wir es verteidigen können. Wir werden sicher alles probieren, mich in den Schlussaufstieg hineinzubringen mit den vorderen Fahrern und dann werde ich probieren, so lange wie möglich mit der Spitze mitzuhalten. Und wenn es möglich ist, würde ich auch attackieren. Man muss immer schauen, wie es Rennen läuft. Ich weiß nicht, heute ist ein Kurs sehr teuer. Das Rennen wird heute hart werden. Ich denke, unsere Equipe kann man sehen, weil es hier gegen die Chance ist. 4 Minuten sind sehr viel. Der Leader Agnoluto macht sehr fort. Der Leader fährt sehr stark. Es wird schwierig sein, für Kammensind noch aufzuholen. Was passiert heute auf der heutigen Etappe? Ganz, ganz schwer zu sagen. Ich denke, wenn man halt irgendwo noch eine Chance sehen will, dann muss man gleich am Anfang wahrscheinlich attackieren. Die Mappas sind mannschaftlich sehr stark und Oscar Kammensind sicherlich auch als Einzelfahrer. Aber da muss man eigentlich erstmal schon mal das gelbe Trikot von seiner Mannschaft eigentlich separieren und dass er alleine ist und dann halt mit Attacken versuchen, am Wolfgang Pass irgendwo die Zeit zu machen. Nur ja, man muss ganz klar, denke ich, im Start losfahren, wenn man wirklich noch eine reelle Chance haben will, die Rundfahrt zu gewinnen. Viel Glück. Die Ausgangslage war also eigentlich allen mehr oder weniger klar. Doch passiert ist dann relativ wenig. Die Hulfdeck, der erste Bergpreis, er wurde gemeinsam überquert. Zanette vor Fanini und Garcelli. Garcelli, der Führende im Bergpreisklassement, er hat sich einen Punkt gesichert. Er geht also darauf aus, diesen Bergpreis bis nach Zürich zu bringen. Am zweiten Berg, der Wasserfluh bei Kilometer 37, erster Beat Berg, dann Patuelli, dritter Feuss. Am dritten Bergpreis nach 51 Kilometern Osterbühl, Wilfried Peters allein. Wilfried Peters aus der Mapai-Mannschaft, er hat attackiert. Er versucht also, das Terrain vorzubereiten, wohl für einen Schlussangriff auf Leader Agnoluto. Da haben wir ihn im Bild, Wilfried Peters. Er hat die St. Luzi-Steig bereits überquert, jetzt den fünften Bergpreis des Tages. Er weist einen Vorsprung von ziemlich genau 5 Minuten aus, ist aber selbstverständlich nicht gefährlich für den Gesamtklassements-Ersten, denn er liegt mehr als eine Stunde zurück. Aber ist es so, Jean-Claude, dass man jetzt versucht, hinten die Mannschaft von Leader Agnoluto zum Arbeiten zu zwingen mit dieser Attacke von Wilfried Peters? Absolut, man versucht sie aus der Reserve zu locken. Wilfried Peters zeigt, hier hinauf muss ich und er als solider Roller wird da in den Bergen doch einige Mühe haben. Jetzt ist es so,
Peters hat im Gesamtklassement eine Stunde Rückstand und da wird die Mannschaft von Leader Daniel Lutto sicherlich noch lange zuwarten, bis sie diesen Angriff kontert. Was natürlich möglich ist, ist, dass er vorne verbleiben kann und hinten vielleicht eine Attacke von Gammenzind erfolgt. Falls er zu ihm aufschließen könnte, dann könnten beide zusammenspannen und dann die Mapeis in Schwierigkeit bringen. Alles ist zwar sehr theoretisch, aber ist in verschiedenen Situationen schon passiert, als mal Jean-René Bernodeau in der Stelvio-Etappe vorausgefahren ist. Bernardino ist zu ihm aufgeschlossen und beide haben einen so großen Vorsprung herausgeholt, dass dann Ino den Giro gewann. Aber an und für sich bringt diese Solofahrt jetzt von bereits einer Stunde Dauer von Peters kaum Schwierigkeiten für die Casino-Mannschaft von Elli, von Jermann und vor allem von Agnolo Lutto. Denn solange hinten nicht Gammenzind oder auch Ulrich eventuell in die Offensive gehen, können sie ja Gewehr bei Fuß eigentlich mitrollen. Absolut, aber eben die heiße Situation wäre dann, wenn jemand zu Peters aufschließen könnte. Die zwei würden zusammenspannen und dann würde sich sicher eine schlagkräftige Truppe vorne bilden. Das Feld befindet sich jetzt hier auf der Durchfahrt in Maienfeld, das heißt genau 60 Kilometer vor dem Ziel. Es fehlt natürlich noch einiges an Höhenmetern. Es muss das ganze Prättigau jetzt dann noch hochgefahren werden, hinauf zum Wolfgang Pass. Dort wird dann der Isostar-Bergpreis erster Kategorie abgenommen auf 1631 Meter über Meer. Aber dieser Wolfgang Pass, das ist wohl mit Sicherheit die letzte Gelegenheit, allenfalls am Thron von Agnolo Lutto zu rütteln. Der Vorsprung von Peters jetzt sogar 6 Minuten 48 Sekunden. Zum 11. Mal erfolgt eine Ankunft hier oben in Davos. Nach einer langen Pause, 83, stellte Davos zum letzten Mal sich als Etappenort zur Verfügung. Da siegte Winnen hier oben in Davos und der Gesamtsieg ging an Kelly. Früher hatte Davos größere Tradition als Etappenort, schon bei der allerersten Tour de Suisse 1933. Fand hier oben eine Ankunft statt, dann auch 34 und 36. Garnier, der Franzose, der auch die Tour gewann als bisher einziger Franzose. Er hat hier oben in Davos schon in der zweiten Etappe damals das Goldtrikot übernommen und bis nach Zürich gebracht. Zweimal siegte hier oben Koblet vor Kübler, nämlich 47 und 51. Beide Mal hat Hugo Koblet die Tour nicht gewinnen können anschließen. 47 war es Bartali. Und 51 war es Kübler, der in Zürich oben ausschwang. Das ist das Bild jetzt an der Spitze des Feldes. Sie sehen, der Leader ist bei weitem nicht isoliert. Vier Mannschaftshelfer sind bei ihm noch mit dabei. Man macht sich also gar keine Sorgen da in Sachen Vorsprung von Wilfried Peters. Sie sehen, die Besoins Naturels werden da befriedigt. Man verpflegt sich, man ruft nach dem Mannschaftswagen. So wird der Vorsprung von Peters größer werden. Und das kommt natürlich der Casino-Mannschaft sehr, sehr entgegen. Dieses Bummeltempo, kann man sagen. Jeder Kilometer, der vergeht, bringt natürlich Agnolo Lutto näher nach Zürich und näher zum Erfolg. Man sieht, Saligari hat da vorne die Direktiven gegeben und möchte schon sagen, dass Peters in dieser Flucht die Fehlbesetzung ist. Falls man etwas ausrichten möchte, hätte man eigentlich Nardello nach vorne vorausschicken müssen. Nardello ist der zweite Mapei-Mann. Er ist Sechster im Gesamtklassement in einem Rückstand von 7 Minuten 36. Und da wäre man schon nervös geworden, denn mit einem Abstand von 5 Minuten, da wäre Nardello natürlich gefährlich. Und da hätte man bestimmt eine größere Nervosität ausgelöst bei der Leader-Mannschaft als mit diesem Mann. Wilfried Peters beinahe 7 Minuten voraus, aber wie gesagt, im Gesamtklassement 1 Stunde und 2 Minuten zurück. Das erschüttert natürlich die Mitglieder des Casino-Teams hinten überhaupt nicht. Sie haben das Rennen unter Kontrolle.
Knapp 60 Kilometer fehlen noch bis ins Ziel allerdings. Schwierige, schwere Kilometer. Aber dennoch, es sieht ganz so aus, als würde man teilweise sogar jetzt resignieren im Kampf ums Goldtrikot. Das kann natürlich ändern von einer Sekunde auf die andere, jetzt dann in der Endphase dieser Etappe. Mit Steels im Zug und mit Gammenzind in Romanshorn hat die Mapei-Mannschaft ja bereits zwei Etappen gewonnen. Telekom hat bereits drei Teilstücke für sich entschieden. Zabel in Basel, Ulrich im Kandersteg, Agnoluto in La Chaux-de-Fonds. Agnoluto ist natürlich Casino, sondern gestern Alldag in Wetzikon. Agnoluto hatte auf der Fahrt nach La Chaux-de-Fonds den Grundstein zu seinem immer wahrscheinlicher werdenden Tour de Suisse-Sieg gelegt. Wilfried Peters, ein guter Roller, Jean-Claude hat dies bereits angetönt. Auch schon in seinem 11. Profijahr, jetzt Wilfried Peters, ein Spezialist für die Tour de France, die er bereits 8-mal bestritten hat. Auch zum 5. Mal schon ist Wilfried Peters in der Tour de Suisse. Sein größter Erfolg Gent-Wevelgem 1994. Klassisches Rennen in Belgien. In dieser Saison hat er die erste Etappe der 4 Tage von Dünkirchen für sich entschieden. 1992 fuhr er bei Telekom, wechselte dann 1993-94 nach Italien zu GBM und jetzt also seit 1995 gehört er dem Mapei-Team an. Mit 77 am Ende des Feldes, das ist Daniele Nardello, das ist eben der Mann, den Jean-Claude nach vorne geschickt hätte, Sechster im Gesamtklassement, aber ihm scheint es wohl zu sein da hinten am Ende des Feldes. Mit der 93 Matteo Tussato. Mit der 79 Tom Steels, dann Weltmeister Museu. Das ist wieder die 93. Matteo Tussato. Mit der 133 sehen wir Mauro Bettin, mit der 39 Marcos Saligari, Tour de Suisse-Sieger 1992, 93, Furlan 92, Saligari 93, beide Male Mannschaftskollegen von Rolf Jermann. Man weiß, es ist die Zeit gekommen, um nochmals nach hinten zu gehen, um Bidons bei den Verpflegungswagen zu fassen. Und auch Johann Museu, der Weltmeister, der amtierende Weltmeister, ist höchstpersönlich nach hinten gegangen, hat sich die Taschen mit Bidons gefüllt. Auch im Nacken hat er noch einen und bringt diese zu seinen Mannschaftskollegen nach vorne. Also nicht selbstverständlich, dass man vom Weltmeister höchstpersönlich verpflegt wird. Jetzt beginnt die Mercatone-Mannschaft da vorne zu führen. Da könnte sich eventuell eine Koalition geben zwischen Mercatone und Mapei. Das ist die Schlussphase der heutigen Etappe. Landquart Klosters hinauf, das Prättigau hinauf und dann Richtung Davos.
Seit anderthalb Stunden ist er jetzt schon allein unterwegs, Wilfried Peters, der 33-jährige Belgier. Sein Vorsprung wird von Kilometer zu Kilometer größer. Ein Mann, der es gewohnt ist, im Wind draußen zu fahren, in den belgischen Klassiken, die Flandern-Rundfahrt, auch in Paris-Roubaix, ist er der Edeldomestike von Johan Museeuw. Sehr, sehr oft ist es er, der ihn nach vorne pilotiert, in die gefährlichen Passagen hineinführt, sodass Museeuw eigentlich immer eine ideale Position hat und nicht selber im Wind draußen fahren muss. Also ein tempostarker Mann, der weiß, wann man vorne sein muss. Er verfügt ja über eine immense Erfahrung, du hast es gesagt. 11 Jahre bei den Profis und da kommen die Erfahrungen zusammen. Also ihm kann keiner etwas vormachen. Auch er natürlich mit Computer und mit Pulsmesser unterwegs und zu Beginn der Steigung hier in Prättigau mit der Kette noch auf der großen Scheibe. Der Aufstieg relativ lang, das Prättigau hinauf. Die Steigung beginnt in Güblis bei Kilometer 157, die Passhöhe dann bei Kilometer 176, also ziemlich genau 20 Kilometer lang steigt die Straße an. Und wenn man jetzt den Leader isolieren will und in Gefahr bringen will, dann muss man an der Spitze des Feldes Tempo zulegen. Also ich habe das Gefühl, wenn man ihn wirklich auf die Probe stellen möchte, dann wäre man besser beraten, man würde attackieren, denn hier gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten. Und wenn die Mercatone-Mannschaft mit 40, 50 Stundenkilometer fährt, dann kann der Leader mit seiner Mannschaft schön im Windschatten bleiben. Und für ihn ist es dann noch günstiger, denn das Tempo wird hochgehalten, niemand kann attackieren. Und die Gasino-Mannschaft mit Aniluto zusammen ist im Windschatten. Also wenn sie etwas ausrichten möchten, dann ist das bestimmt die falsche Taktik. Also du würdest sagen, es braucht Einzelangriffe und Rhythmuswechsel, immer wieder antreten und so die Mannschaft vom Casino herausfordern. Ja, absolut, weil auf der Ebene, wenn die Mercatone-Mannschaft da richtig schnell fährt, zügig in einem regelmäßigen Tempo, dann reihen sich einfach die Casino-Leute hinten an und besser könnte es gar nicht sein. Le Breton hat aufgegeben, wird jetzt soeben gemeldet und da bin ich Ihnen noch die Information schuldig, dass heute Bjarne Riis, der Tour de France-Sieger, zur Etappe von Wetzikon nach Davos gar nicht mehr angetreten ist. Er ist gestern noch nach Hause gereist, wird wohl die dänische Straßenmeisterschaft bestreiten am Sonntag und sich vorbereiten für die Tour de France. Das Feld jetzt bei der Einfahrt ins Prättigau. Das Feld jetzt im Tunnel zwischen Landquart und Grüsch. Der Abstand zum Spitzenmann Wilfried Peters. Ziemlich genau 7 Minuten. Das sind die früheren Etappensieger in Davos. 10-mal ist man bereits hier angekommen. Koblet Rüegg hat hier oben die Etappe gewonnen 1960. Dann auch den Gesamtsiegerungen in der Tour de Suisse 1960. Und der letzte Sieger hier oben war der Holländer Peter Winnen.
Das Tempo ist jetzt tatsächlich größer wieder geworden im Feld. Aber noch erfolgen keine Attacken. Falls es die Mercatone Uno-Mannschaft ist, die das Tempo hochhält, habe ich das Gefühl, dass Giuseppe Martinelli, der sportliche Leiter, viel mehr einen Etappensieg anvisiert. Einen Etappensieg, den diese Mannschaft nur knapp verpasst hat. Zweimal war es Beat Berg, der in der Etappe von Zug und in der Etappe von gestern versucht hat, diese Mannschaft zum Gewinnen zu bringen. Und heute habe ich das Gefühl, dass Marco Pantani vielleicht doch seine Form testen möchte. Oder vielleicht auch, dass man glaubt, dass der junge Garzelli, der Bergpreisleader, in einer solchen Ankunft ebenfalls noch gewinnen könnte. Auf alle Fälle sind auffällig viele Mercatonis jetzt an der Spitze des Feldes anzutreffen. Markus Zberg haben wir gesehen. Auch Saeco-Leute haben sich nach vorn geschoben. Da unten sehen wir im Trikot mit den roten Punkten Oskar Kammenzind. Hinter ihm der Leader Christoph Agnoluto. Diese Reihenfolge ist kein Zufall, weil Agnoluto natürlich den Gesamtzweiten sehr eng bewacht. Also man sieht, er lässt ihn nicht aus den Augen. Und das ist auch gut so, denn jetzt kann er immer beobachten, wo sich sein Hauptwidersacher befindet und kann natürlich so immer reagieren, falls etwas geschehen würde. Die 143 ist Gian Matteo Fanini aus der Saeco-Mannschaft von Francesco Casagrande. Sie hat mit Furlan, Fidanza, Martinello und Petito ihre vier bekanntesten Fahrer eigentlich bereits verloren. Die 89 ist Markus Zberg, der Bruder von Beat. Das Tempo ist sehr hoch jetzt. Da unten profitieren die Fahrer noch von einem Rückenwind. Wilfried Peters Sinchier, Sie sehen, der Abstand ist kleiner geworden. Bei der letzten Zeitmessung betrug er noch mehr als 7 Minuten. Jetzt hat Peters bereits 40 Sekunden eingebüßt auf den letzten 5-6 Kilometern. Schiers 44,7 Kilometer vor dem Ziel, 148,2 Kilometer sind zurückgelegt. Wilfried Peters, der vor anderthalb Stunden bereits ausgerissen ist, jetzt also seit 60 Kilometern allein sich auf der Flucht befindet, hat einen Maximalvorsprung herausgefahren von 7 Minuten und 10 Sekunden. Aber jetzt beginnt dieser Vorsprung zu schmelzen. 45 Kilometer vor dem Ziel liegt er noch 6 Minuten 45 voraus. Und hinten beginnt man Tempo zu machen. Hinten wohl nähert man sich jetzt der allerletzten Gelegenheit, Leader Agnoluto noch in Gefahr zu bringen. 5 Minuten 14 sein Vorsprung gegenüber Oskar Kammenzind vor der allerletzten Bergpreiswertung erster Kategorie in der Tour. Der Rückstand des Feldes, das jetzt soeben Grüsch passiert hat, beträgt also ziemlich genau 4 Kilometer. Jetzt biegt man wieder ein auf die Prättigauer Hauptstraße dann oder fährt parallel zu dieser. Man benutzt die Dorfpassagen, um auch näher am Publikum dran zu sein, selbstverständlich. Und es ist die gelbe Mercatoni-Mannschaft, die da vorne das Tempo bestimmt.
87 ist Settembrini. Fabrizio Settembrini, Mannschaftskollege von Beat Zberg und Markus Zberg und von Pantani. Ein Domestike, typische Prägung, Markus Zberg, die 89. Die 86 ist Pio Vaccari, ein Neoprofi in seinem ersten Jahr in der höchsten Kategorie. Die 83 ist Stefano Della Santa. Dann folgt der erste Mann von Saeco. Das ist Della Santa. Und hier sind wir wieder hinten beim Feld. Mitten im großen Haufen. Überhaupt keine Gefahr im Augenblick also für Christoph Agnoluto. Rolf Aldag hat das in seinem Startinterview gesagt, der Sieger von gestern. Wenn man etwas ausrichten möchte, was im Gesamtklassement wirklich Wirkung zeigt, wäre, dass man früh attackieren muss. Es hätte ja genügend Gelegenheiten gegeben heute, über die Hulfdeck zum Beispiel. Aber viele Fahrer sind natürlich müde und haben sich gescheut, voll auf Angriff zu fahren. Roberto Pistore mit 97, die 175, Denis Zanette, Udo Bölz mit der 163, erhält da einen kleinen Schubs. Auch Toni Rominger war in dieser Gegend. Oskar Gammenzind verpflegt sich. Settembrini. Sehr aktiv in den vordersten Positionen Markus Zberg. Auch die ersten Festinas schieben sich jetzt nach vorn. Die Festinas, die bis jetzt nicht zu einem Etappensieg gekommen sind. Sie haben ja ihren starken Schweizer Laurent Dufault nicht dabei und Fabian Jecker hat wohl die Wünsche der Teamleitung nicht ganz in die Tat umsetzen können. Eine weitere Minute hat Peters verloren. Das fällt jetzt in Schiers. Vorne allein also Wilfried Peters. Er wird sich wohl jetzt dann bereits Fideris nähern. Er befindet sich jetzt also auf 654 Meter über Meer. Hier sind wir bei Wilfried Peters. Er auf ungefähr 700 Meter über Meer. Es fehlen ihm noch gut 900 Meter Höhendifferenz bis hinauf zum Wolfgang Pass. Das Wetter hält sich gut während des ganzen Tages. Heute trockene Straße. Die Temperatur nicht sehr hoch, aber für die Athleten sicher angenehm. Hier oben in Davos dann ist es bereits recht kühl und es weht ein heftiger Wind. Diese Maschinen funktionieren natürlich viel besser bei solchen Wetterbedingungen als in einer Etappe wie zum Beispiel gestern. Da musste des Öfteren nachgeölt werden. Die Ketten, die beginnen dann zu quietschen. Die Mechaniker wissen natürlich, bei einer Etappe, die am Morgen gestartet wird, wenn es regnet, dann fetten sie diese Ketten noch ein bisschen. Aber wie gesagt, die Maschinen, die sind natürlich viel weniger defektanfällig, wenn es solche klimatischen Bedingungen gibt wie heute.
Wilfried Peters, gut ausgerüstet. Carbonrahmen, Neunfachübersetzung, leichte Räder, Schlauchreifen. Etwas vom Besten, was man überhaupt haben kann. Und jetzt biegt das Feld nach Schiers ein auf die Hauptstraße. Angeführt von Markus Zberg. Bei diesem kurzen Gespräch zwischen Peters und Tourdirektor Steinegger wirkte Peters völlig locker. Es sieht gar nicht so aus, als würde er ernsthaft auf den Etappensieg ausgehen. Ja, es ist so, er war noch auf seinem Terrain. Die Ebene, da ist er in seinem Element. Da versteht er noch Späße und kann sich noch ein bisschen unterhalten, sobald das dann die Straße steil ansteigt Richtung Wolfgang Pass, da wird es für Peters eine andere Geschichte werden. Aber noch macht er gute Figur und wird vielleicht für das Mapei-Team noch eine wertvolle Stütze sein. Rund um ihren Leader die Casinos, heute also nicht nur Egli und Jermann wie gestern bei ihrem Leader. Die 32 zum Beispiel ist Frederik Bessi. Aufgegeben hat gestern aus dem Casino-Team Dominik Bossi. Gestern lastete ja die ganze Arbeit auf den Schultern der Routiniers Eli und Jermann. Und Jolf Jermann hat gesagt, heute Vormittag vor dem Start, hoffentlich gibt es auch noch andere in unserer Mannschaft, die heute in der Lage sind, uns zu unterstützen. Gestern, als sich das Feld aufspaltete in zwei Fraktionen, da waren nämlich mit Ausnahme von Eli, Jermann und natürlich Anjo Lutto sämtliche Mitglieder des Casino-Teams zurückgebunden im zweiten Feld. Jetzt wird richtig schnell gefahren, man sieht es, es formieren sich Windstaffeln, also der Wind kommt leicht von rechts. Alle wollen die besten Positionen vorne im Feld, aber noch im Windschatten drin. Der Vorsprung, der schmilzt wie Schnee an der Sonne. Falls die Gangart in den ersten Rampen des Passes so forsch sein wird, dann wird es um Peters bald geschehen sein. Mannschaftsweise prescht man da jetzt nach vorn, sucht eine gute Ausgangslage für den Beginn der Steigung. Das lässt doch darauf deuten, dass jetzt dann wohl etwas geschieht nach Küblis. Eine ähnliche Situation, wie wenn in den Klassikern jeweils da in die kurzen Berge eingefahren wird. Ja, weil die Hauptschwierigkeit der heutigen Etappe, die konzentriert sich jetzt auf den Schlussteil und die Nervosität ist groß. Man weiß genau, wo man vorne sein muss, um eine Wirkung erzielen zu können. Und jetzt haben natürlich die, die noch Ambitionen haben aufs Gesamtklassement, ihren Helfern gesagt, kommt. Wir müssen jetzt uns einreihen, vorne fahren, den richtigen Moment abwarten, vielleicht die Lücke suchen, die dann Anjo Lutto in Schwierigkeiten bringt. Allerdings müsste der Leader wirklich einbrechen, um seine Position noch zu verlieren. Die erste steile Rampe, sie führt dann von Küblis hinauf nach Saas. Bis dorthin fehlen noch ungefähr 5 Kilometer. Die Rabobank-Equipe schiebt sich jetzt auch nach vorn. Hier sind wir bei Wilfried Peters, noch 4 Minuten 35 sein Vorsprung. Der beste Rabobank-Mann im Gesamtklassement ist Dani Nellissen auf Platz 11 mit 9 Minuten 44 Sekunden Rückstand. Da sehen Sie das Mannschaftsfahren des Rabobank-Teams. Das ist ja die Mannschaft des Vorjahressiegers Luppenberger. Nur Rabobank und
Wer noch? Nur die Rabobank und die Mapei sind noch komplett im Rennen. Die Rabobank mit Peter Luttenberger, mit Max van Heswijk, der zu Beginn der Tour vor allem immer wieder in Offensivaktionen mit dabei war, mit Robbie McEwen, dem Australier, Erik Breukink, dem holländischen Routinier, Danny Nellissen, dem ehemaligen Amateurweltmeister, Fluchtgefährte von Beats Berg Richtung Zug über den Gotthard, dann mit dem Letten Arvi Spitzix, mit Rolf Sörensen, auch schon Etappensieger, zweimal in der Tour de Suisse, Leon van Bon und Art Vierhouten im Rennen. Alle sie haben sich jetzt vorne eingereiht an der Spitze des Feldes. Fideris Station ist vom Feld erreicht. Acht Rabobank-Leute an der Spitze des Feldes. Breukink führt jetzt, macht Tempo. Und auch heute sieht es wieder danach aus, dass Peter Luttenberger etwas im Schild führt. Das haben wir schon nach Bosco Gurin gesehen, dass die Rabobank-Mannschaft ihren Leader unterstützen wollte. Es hat nicht ganz geklappt und vielleicht ist er jetzt moralisch ein bisschen angeschlagen und hat bestimmt, dass man ihm noch mal eine Chance geben will. Vielleicht auch ein bisschen sein Selbstvertrauen wieder fördern und arbeitet jetzt für Peter Luttenberger, dass er eine gute Ausgangslage hat, um diesen Schlussangriff in Angriff zu nehmen. In den vordersten Positionen hinter den Rabobank-Leuten übrigens auch Gianni Bugno. Der Vorsprung ist jetzt weiter geschmolzen, nur noch 3 Minuten und 50 Sekunden jetzt. Auf 20 Kilometer hat jetzt Wilfried Peters 3 Minuten eingebüßt. Wilfried Peters nähert sich Küblis und jetzt wird es dann steil. Die erste steile Rampe hinauf nach Saas steht unmittelbar bevor. Das ist die Entwicklung der Flucht. Er hat schnell einen großen Vorsprung herausgefahren. Im Feld hat man dann leicht gekontert. Dann hat er den Vorsprung noch einmal vergrößert bis zum Kilometer 130. Er ist jetzt seit gut 100 Kilometern allein unterwegs. Wilfried Peters gehört zu den Großgewachsenen im Feld. 187 cm lang ist er, 75 kg schwer. Ein typischer Roller, wie man sie früher immer wieder angetroffen hat, in den Vierermannschaften jeweils bei den Weltmeisterschaften. In Küblis Wilfried Peters. Da hat er eine Durchfahrtsprämie auch noch wieder gewonnen. Ein Mann, der 100 Kilometer vorausfährt, der geht da vielleicht auch ein bisschen darauf aus, einige hundert, vielleicht sogar 2.000, 3.000 Franken an Prämien in die Mannschaftskasse zu bringen. Das ist jetzt der Anstieg hinauf nach Saas. Und was die Prämien angeht, da bekommen ja die Rennfahrer und natürlich die Mannschaften jeden Abend ein Klassement und da stehen auch die Prämien des nächsten Tages drauf und da werden doch einige Prämien vergeben. Nebst den offiziellen Wertungen war zum Beispiel in Mosnang für den ersten Fahrer 300 Franken zu gewinnen, für den zweiten 100, in Gonten 250 und 100 Franken, in Appenzell 250 und 100.
Franken, im Klosters nochmal das Gleiche. Und in Davos gibt es eine Prämie für den ersten Fahrer von 1000 Franken. Also man sieht, nebst den offiziellen Preisen gibt es da noch ganz viele Prämien, die von Lokalkomitees ausgesetzt werden und die natürlich in den Mannschaftskassen willkommen sind. Und jetzt führt Weltmeister Museu Team Abbeis nach vorne. Jetzt tut sich was. Vorne liegt zwar ein Mapai-Mann Peters, aber sein Vorsprung schmilzt. Und jetzt erfolgt dann vielleicht doch noch eine direkte Attacke auf Leader Agnoluto. Noch immer sind es die Rabobank-Leute aus dem holländischen Team von Theo de Roy. Jetzt ist Museu vorne bei den Orange-Weißen. Auch die Swiss-Post-Mannschaft von Roland Meyer schiebt sich da nach vorn. Gestern war ja Nick Jebersold mit in der Offensive. Jetzt spurtet man förmlich in diese steile Rampe hinein. Ja, das sind diese Positionskämpfe, die natürlich auch moralisch schwierig sind, denn da verbraucht man sehr viel Energie, um wachsam zu sein, um seine Position halten zu können, um im Gerangel überhaupt die Übersicht zu behalten. Und das kostet Kraft. Für Peters ist es jetzt natürlich besonders schwierig. Er hat einen großen Gang während Kilometern in Schwung gehalten und jetzt muss er den Rhythmus abrupt wechseln, die kleinen Gänge einlegen, im Wiegetritt versuchen, den Schwung möglichst zu behalten, und die Belastung ist natürlich eine ganz andere. Zudem hat er noch einiges an Ballast mit dabei, nämlich zwei Bidons, wobei wir nicht wissen, ob sie noch gefüllt sind oder nicht. Wenn sie leer wären, hätte er sie wohl weggeschmissen. 6% Steigung hier hinauf nach Saas. Nachher wird es wieder ein bisschen flacher Richtung Klosters und dann folgt noch einmal die Rampe von Klosters hinauf zum Passhöhe. Das ist die Kirche von Küblis hier im Vordergrund, das Feld jetzt also auch bereits in der Rampe hinauf nach Saas. Man sieht, hinten fallen kleinere Gruppen ab. Hier wird sich bald ein Gruppetto bilden. Das Gruppetto ist ja die Gruppe, wo die weniger guten Bergfahrer oder die Angeschlagenen, die nicht mehr so viel Kraftreserven haben, dann verbleiben. Man vereint die Kräfte und versucht, die Etappe vor Kontrollschluss zu erreichen. Also sie werden nichts mehr mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben. Aber jetzt passiert etwas. Oskar Gammenzind in zweiter Position vor Rolly Meier, Jan Ulrich und Agnoluto. Jetzt ist die Endphase angebrochen. Das ist also jetzt die direkte Konfrontation zwischen den Gesamtklassements-Ersten. Und das Opfer wird ein eigener Mann sein vorne, Wilfried Peters. Denn jetzt sind es seine eigenen Leute, die hier hinten das Tempo forcieren. Eine etwas seltsame Übung eigentlich, dem Abbeiß, denn viel hat da diese Vorausfahrt von Peters nicht gebracht. Hat er da trainiert für die Tour de France? Nein, das Mögliche wird vielleicht noch geschehen. Oskar Gammenzind wird angreifen, wird versuchen, zu Peters vorzupreschen und sich an ihn anhängen, so dass die gleiche Situation dann vorne sich noch mal präsentieren könnte. Das heißt, Oskar Gammenzind im Windschatten seines Mannschaftskollegen. Aber wie gesagt, das ist theoretisch. Aber der hat 100 Kilometer Solofahrt in den Beinen. Der wird ja auch nicht mehr so stark führen können dann für Gammenzind, wie es nötig sein würde. Nein, bis ganz oben könnte er ihn nicht mehr pilotieren. Aber vielleicht 2-3 Kilometer könnte er sich noch wirkungsvoll einsetzen. Roland Meyer hofft natürlich auch noch auf eine Verbesserung seiner Position. Er liegt 46 Sekunden hinter Echevarria. Und er liegt eine Minute und eine Sekunde hinter dem Podestplatz, hinter Platz 3 von Jan Ulrich. Ulrich, der auch einmal einen schwächeren Tag eingezogen hat, hinauf nach Bosco Gurin. Aber jetzt ist er in den vordersten Positionen mit dabei, der Mann im hellen Dress von Telekom. Jetzt führt Gammenzind persönlich. Aber Agnoluto ist natürlich an seinem Hinterrad und jetzt tritt er an.
Sofort reagiert Daniel Lutto und Gamenzind greift an. Der Erste gegen den Zweiten, respektive der Zweite gegen den Ersten im Gesamtklassement. Und schon ist Daniel Lutto jetzt eigentlich allein. Ja, und der Antritt, der ist wirklich nicht ganz ohne. Oskar Gamenzind macht da ernst und man sieht, dass Daniel Lutto nicht aufschließen kann. Jetzt kommt Jan Ulrich. Jetzt könnte natürlich dann die beiden zusammenspannen. Garcia Casas kommt heran und Daniel Lutto erleidet eine Schwäche. Daniel Lutto in Schwierigkeiten. Das könnte eventuell doch noch eine entscheidende Phase sein in der Tour de Suisse, die wir da erleben. Auch. Jetzt darf sich Daniel Lutto nicht allzu sehr ins Boxhorn jagen lassen. Nein. Jetzt darf er den Motor nicht überdrehen, er darf nicht in Panik verfallen. Absolut, jetzt muss er einfach seinen Tritt finden. So wie es Miguel Indurain eigentlich immer gemacht hat, der diese abrupten Rhythmuswechsel und Attacken gar nicht liebte. Er fuhr die Berge ein bisschen wie im Bergzeitfahren hoch, einfach immer seinen eigenen Rhythmus bestimmen. Für ihn hier ist es eine ganz andere Sache. Oskar Gamenzind muss versuchen, Daniel Lutto in Schwierigkeiten zu bringen, muss versuchen, ihn aus dem Konzept zu werfen, um ihm eine Falle stellen zu können. Rolly Meier vor Daniel Lutto. Die Lücke hat sich aufgerissen. Casagrande, Garzelli, Biepoli, Gamenzind, Ulrich und Garcia Casas haben ein Quartett gebildet, das sich auf und davon macht. Und dies auf Initiative auf den Antritt hin von Oskar Gamenzind. Er spielt jetzt alles oder nichts. Entweder gelingt es oder er explodiert. Ja, und das ist natürlich gut, denn der Mann riskiert etwas. Auch für uns gibt es natürlich sehr viel Spektakel. Und Oskar Gamenzind hat ja auch das Interesse während der ganzen Tour hochgehalten. Ja, also die Situation wird für Daniel Lutto ungemütlich. Garzelli kommt nochmal heran. Die Mannschaft des Mercatone Uno Teams war nicht umsonst. Garzelli kann diese Arbeit, diese gute Vorarbeit jetzt ausnützen. Garzelli ist Achter im Gesamtklassement und verteidigt natürlich vor allem auch sein weißes Liedertrikot im ISO Starbergpreis. Die steilste Rampe hinauf nach Saas liegt hinter den Fahrern. Jetzt wird sie etwas flacher mit vielen Richtungsänderungen auf dieser, man kann sagen, Hochebene Richtung Klosters. Da darf bereits ein Auto dazwischen, das heißt, der Abstand ist doch schon recht groß zu Daniel Lutto. Vorne befindet sich also Wilfried Peters, der jetzt eingeholt worden ist. Inner 3er Kilometer ist jetzt Wilfried Peters eingeholt worden. Er ist 110 Kilometer allein vorausgefahren und fällt jetzt ins Feld zurück, hat eventuell sogar Mühe, das Tempo im Feld zu halten. Und vorne geht die Post ab, aber wirklich. Da kommen Meier. Jetzt profitiert womöglich Daniel Lutto natürlich von der Nachführarbeit von Roland Meier. Daniel Lutto hat noch Elli bei sich. Elli, der das Tempo bestimmt. Ähnlich wie gestern, Elli war der wichtigste Helfer für ihn, zusammen mit Jermann. Fünf Minuten 14. Der Rückstand von Gamenzind gegenüber Daniel Lutto. Auch Philipp Buschor hat diese erste Rampe überstanden. An fünfter Position des zweiten Feldes liegt er im Moment. Jermann ist da nicht mehr zu sehen. Elli führt und da vorne wird gespurtet. Ja, da schenkt man sich wirklich nichts. Man harmoniert nicht gut in dieser Kopfgruppe. Oskar Gamenzind will natürlich die Entscheidung herbeizwingen, nimmt es selber in die Hand und führt damit wirklich ganz, ganz großer Vehemenz.
Aber wäre er nicht gut beraten, vielleicht ein kleines bisschen Druck wegzunehmen und dafür die anderen auch führen zu lassen? Denn allein kann er ja unmöglich die letzten 25 Kilometer jetzt noch so durchziehen. Ja, und vor allem, er fährt seine Gegner kaputt. Der Einzige, der mit ihm fährt, ist Jan Ullrich. Und jetzt hat Jan Ullrich gemerkt, dass Biepoli da ein bisschen Störefried spielen wird. Hat ihm die Lücke aufgerissen und Biepoli muss diese Lücke schließen. Garzelli scheint im Moment gar nicht imstande zu sein, nachzuführen. Alle ist die Parole, alle sagt Oskar Gammenzin. Auch Garcia Casas fordert Ullrich aufzuführen. Aber er würde eigentlich besser mit gutem Beispiel vorangehen, denn Casas hat bis jetzt noch nicht geführt. Anschließend an die Direktübertragung dann unser Veloclub mit dem Etappensieger, mit dem Leader Anjo Lutto, wenn er noch Leader ist, mit Oskar Gammenzin natürlich. Dann ist auch Bjarne Ries ein Thema. Gäste sind die Geschwister Akola, Martina und Paul und Paul-André Cadieu, der ehemalige Eishockey-Star, der heute seinen 50. Geburtstag feiert. Dies allerdings nach der Direktübertragung dieser Etappe, in der wir jetzt ein fantastisches Finale miterleben können. Es ist Oskar Gammenzin gewesen, der hinauf nach Saas in der steilen Rampe von Küblis hinauf nach Saas da den Funken ins Pulverfass geworfen hat. Aber er erhält eigentlich nicht die gewünschte Unterstützung, das kann man sehen. Ullrich turnt jetzt da ebenfalls am Ende der Gruppe herum. Er müsste auch ein Interesse haben, Anjo Lutto zu distanzieren. Aber Ullrich hat bis jetzt schon geführt und er will natürlich jetzt die anderen zur Führungsarbeit zwingen. Der Einzige, der sich da richtig weigert, ist Biepoli. Garzelli ist nicht sofort aufgeschlossen, das deutet darauf hin, dass er Mühe hat. Und jetzt geht Jan Ullrich wieder an die Führung. Ganz klar, die treibende Kraft in dieser Gruppe ist Oskar Gammenzin. Biepoli am Schluss der Gruppe, Ullrich führt, dann Garzelli, Garcia, Gammenzin und Biepoli. Das Tempo ist enorm, denn da geht es zwar nicht allzu steil, aber doch immerhin bergan. Man sieht, es bildet sich keine Reihe. Garzelli und Biepoli streiten sich, wollen sich nicht einreihen. Jetzt muss Biepoli wieder die Lücke schließen und das kostet natürlich jedes Mal viel Kraft. Aber hinten, da fährt man auch sehr schnell. Da funktioniert es natürlich jetzt mit den Ablösungen. Da funktioniert es und man sieht es auch. Es ist eine Linie, wie an einer Perlenkette aufgereiht, haben sich die Fahrer formiert. Jetzt ist auch Rolf Jermann wieder nach vorne gekommen, also abgesehen vom Wetter haben wir das gleiche Bild wie gestern, eine Spitzengruppe voraus, allerdings mit gefährlichen Leuten im Gesamtklassement. Und hinten der unverwüstliche Rolf Jermann mit Alberto Elli, die für ihren Leader die Kohle aus dem Feuer holen. Jermann führt vor Elli in dritter Position Anjo Lutto. Anjo Lutto, der geschickt gehandelt hat, der nicht sofort alles gegeben hat, der gewartet hat, bis Jermann und Elli wieder zu ihm vorsprechen können. Und jetzt hat er wieder zwei Helfer dabei, also die Situation ist zwar nicht sehr gemütlich, aber sie könnte schlimmer sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Abstand ja 5 Minuten 14 Sekunden auf Gammenzin beträgt und der Rückstand jetzt ungefähr 20 Sekunden. Garcia vor Biepoli, Ullrich, Gammenzin und Garcelli. Schön wäre es gewesen, wenn von Festina jetzt hier auch allenfalls Fabian Jäcker hätte mithalten können, aber dies ist nicht der Fall. Biepoli ist 13. im Gesamtklassement mit einem Rückstand von 10 Minuten. Ullrich studiert den Parcours und der Schnellzug von hinten kommt wieder heran. Also die erste Attacke von Oskar Gammenzin, sie ist neutralisiert. Ja, und diese Gruppe war gefährlich. Mit Oskar Gammenzin und Jan Ullrich waren der Zweite und der Dritte im Gesamtklassement, der Siebte und der Achte in der Person von Garcia Casas und Garzelli. Und wie du es gesagt hast, Biepoli 13. Also die
erste Attacke, die wirklich ganz bedeutend war, die ist abgewehrt worden. Und das wird natürlich Agnoluto auch noch ein bisschen Moral geben. Und werden jetzt Eli und Jermann versuchen, das Tempo so hoch zu halten, dass keiner mehr angreifen kann? Ja, ich glaube nicht, denn Eli ist sofort zurückgegangen, hat vielleicht dem Leader sogar einige Worte gesagt und Rolf Jermann fährt einfach so berghoch, wie es ihm am wohlsten ist. Er kann da ebenfalls den Motor nicht überdrehen und ich glaube, dass die Gangart, die sie gewählt haben während der ersten Attacke, die richtige ist. Das heißt, dass sie nicht unbedingt jedem nachspringen, der sie attackiert, sondern einfach sich versuchen zu gruppieren und ein zügiges Tempo in der Verfolgung organisieren. Die Situation ist jetzt umgekehrt. Während der ganzen Etappe war Agnoluto am Hinterrad von Gammenzind. Jetzt klebt Meyer und dann auch Gammenzind am Hinterrad von Agnoluto. Gammenzind hat derart heftig angegriffen, dass er sich jetzt bestimmt während einigen Minuten zuerst einmal erholen muss. Wenn er es überhaupt noch ein zweites Mal versuchen kann. Ich glaube schon, dass er es ein zweites Mal versuchen wird, denn man sieht, er ist in Form, er war die treibende Kraft. Die erste Attacke war wirklich ganz gut und ich glaube schon, dass Oskar Gammenzind diese Situation nicht einfach so auf sich sitzen lassen will. Von vorn Jermann, dann Agnoluto, Meyer. Gammenzind in sechster, siebter Position. Wenn einer angreift, dann greift er ja nicht an aus der ersten, aus der Spitzenposition, sondern vielleicht aus dritter, vierter. Ja, denn der Überraschungseffekt, der bringt natürlich auch einen kleinen Vorteil. Und da ist man gut beraten, wenn man sich aus dem Sichtfeld der Gegner begibt und dann mit einem heftigen Antritt von hinten vorbeiprescht. Zberg ist auch noch vorne mit dabei. Aber schon eindrücklich immer wieder die Leistung des Routiniers Jermann. Udo Bölz ist auch da. Und jetzt erfolgt eine Attacke aus dem Polti-Team. Und zwar mit Baldinger, Dirk Baldinger, dem Deutschen. Missaglia. Einer der kleinsten im Feld. Mitspringen. Und da muss man eigentlich nicht sofort reagieren aus der Sicht des Leaders, denn diese zwei Fahrer sind im Gesamtklassement nicht so gut platziert. Dirk Baldinger übrigens, der Mann, der mit Alex Zülle zusammen gestürzt ist. Der den Sturz eigentlich ausgelöst hat. Der ging als erster zu Boden, ohne dass wir ihm da irgendwie ein Verschulden zusprechen wollen. Aber es war lustig. Ich habe mit vielen Beteiligten gesprochen. Von jedem habe ich eine andere Version bekommen. Also das ging von Verengung der Straße über Gerangel und Dirk Baldinger hat mir dann die offizielle und so glaube ich auch die richtige Version gegeben. Er hat gesagt, ich bin auf dem Vorderrad ausgerutscht. Ich war etwa in 12. Position, die anderen sind gleich schnell durch die Kurve gefahren, aber bei mir hat das Vorderrad nicht gehalten, ich bin gestürzt und dann sind die anderen, unter anderem auch Alex Zülle, über mich weggestürzt und das hat das Unglück ausgelöst. Ich glaube, er kann wirklich nichts dafür, denn er hat es nicht extra gemacht, als Erster zu Boden zu gehen. Baldinger, der Mann hier in Gelb, jetzt hat die Kamera weggeschnitten. Die Nummer 112, Dirk Baldinger aus Freiburg im Breisgau. Er hat vor zwei Jahren natürlich ein traumatisches Erlebnis zu verdauen gehabt. Denn er war mit dabei im Sturz in der 15. Etappe der Tour de France in der Abfahrt vom Col d'Aspe als Olympiasieger Casartelli tödlich verunglückte. Baldinger ist damals auch gestürzt wie Casartelli und hat aber in gewissem Sinne noch Glück gehabt. Er ist auch gegen einen dieser Begrenzungssteine geprallt und ist mit einem Beckenbruch damals ins Spital eingeliefert worden.
Klosters wird erreicht. Eine kurze Abfahrt im Dorf Klosters, einige wenige Meter, und dann geht es in die steilste Rampe hinein, hinauf zum Wolfgangpass. Von Klosters bis ins Ziel fehlen jetzt noch 26,7 Kilometer, denn in Davos wird ja noch eine Zusatzschlaufe gefahren von 14 Kilometern. Eine gute halbe Stunde fehlt also noch bis ins Ziel. Zwei Mann haben sich um einige Meter abgesetzt, aber dies sind zwei Leute, die für Leader Agnoluto ungefährlich sind. Er muss hinten nicht nervös werden im Augenblick. Er hat die Teamhelfer Elli und Jermann mit dabei und er befindet sich im Augenblick in einer absolut stabilen Position in Sachen Goldtrikot. Wie wird man Champion, Alex Züller? Mit Familie Champion für mehr Energie. Inzwischen hat in Klosters Gabriele Misaglia den Winterthur-Sprint, diese Spezialwertung, gewonnen vor Baldinger und Dritter. Natürlich muss man beinahe sagen, als Vorderster des Feldes der Schweizer Rolf Jermann, der wieder hervorragende Arbeit leistet für seinen Leader, für Christoph Agnoluto. In Blau Misaglia, in Gelb Dirk Baldinger. In den Serpentinen Oberalp von Klosters Richtung Wolfgangpass. Also noch gut 5 Kilometer fehlen jetzt und da kommt Jermann. Rolf Jermann hat ausgeklinkt, hat sich vom Feld überholen lassen und die Mannschaftswagen, die ziehen an ihm vorbei. Ein harter Moment für einen Rennfahrer. Bestimmt wird er da vom Mannschaftswagen noch einige ermunternde Worte mit auf den Weg bekommen, aber das ist dann schon alles und das Ziel muss dann Rolf Jermann allein erreichen. Diese Aufgabe, den Leader zu beschützen, hat jetzt Alberto Elli übernommen. Alberto Elli, der jetzt die Pace bestimmt. Und wenn man jetzt Agnoluto noch angreifen will, dann muss dies in den nächsten 2-3 Minuten geschehen. Sonst ist es zu spät. Bingo. Oh. Jetzt geht Oskar Kamenzind. Zweite Attacke von Oskar Kamenzind. Piepoli reagiert, Garcia Casas, Jan Ulrich und vermutlich werden es die gleichen sein, die vorne wieder versuchen werden, Oskar Kamenzind nachzujagen. Also einen Vorwurf kann man Oskar Kamenzind mit Sicherheit nicht machen, auch wenn es nicht gelingen sollte. Er hat wirklich alles getan, um den Leader hier noch zu distanzieren. Wieder fährt Agnoluto sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus. Rechts von ihm mit der 73, das ist Gianni Faresin.
Mit der 5 haben wir Dani Nellissen. Casagrande macht sich auf die Verfolgung, auch Udo Bölz ist da. Rollimeier in dritter Position. Aber da vorne geht die Post wieder ab. Echevarria hat noch mal versucht, den Kontakt zu halten. Sind wieder dieselben. Piepoli, Gamenzind, Ulrico und Garcia. Bis auf Garcelli ist die Besetzung vorne wieder gleich, muss man sagen. Denn sie sind ja eingeholt worden zwischenzeitlich und sind jetzt wieder in die Offensive gegangen. Und beide Mal ist die Offensive ausgelöst worden vom Schweizer Oskar Gamenzind. 5 Minuten 14 der Abstand im Gesamtklassement zwischen Agnoluto und Gamenzind. Echevarria hat Mühe heranzufahren. Echevarria in Gelb in fünfter Position mit einigen Metern Rückstand. Der Sieger der Tour de l'Avenir vor einem Jahr und Sieger in Bosco Gurin am vergangenen Sonntag. Gamenzind mit Spezialrädern unterwegs, Agnoluto in Schwierigkeiten. Ja, in argen Nöten. Jetzt ist er auf sich alleine gestellt und man spürt, wie sein Tritt schwerer wird. Man sieht es auch, er ist jetzt ganz nach hinten gefallen. Aber dass er kämpfen kann, hat er ja auch bewiesen im Aufstieg nach Bosco Gurin. Da hat er 20, 30 Meter jeweils verloren, hat sich wieder herangekämpft. 3, 4 Mal ist ihm das gelungen, immer wieder die Lücke zu schließen. Er ist wirklich ein großartiger Kämpfer. Und es bewahrheitet sich natürlich die Tatsache, dass ein Leader-Trikot zu zusätzlichen Kräften verhilft. Aber jetzt ist die Lücke da. Jetzt wird es schwierig sein. Jetzt ist der Kopf, das Mentale bestimmend, denn er weiß, jetzt ist er alleine auf sich gestellt. Und es fehlen noch ungefähr 4 Kilometer bis zur Passhöhe. Ein Defekt. Das ist Jaksche. Nein, Valotti ist das. Gianluca Valotti, der die Kette nicht selber wieder aufs Kettenblatt bringt. Da hat der Mechaniker eine größere Erfahrung, stoßt ihn wieder an. Agnoluto wird von Gilmas beraten. Da ist es natürlich schwierig, als sportlicher Leiter die richtigen Worte zu finden. Er hat mal gesagt, finde deinen Tritt zuerst wieder, da vorne sind sie, wird nicht nervös, versucht deinen Rhythmus zu fahren. Die Reserve ist ja in Tat und Wahrheit wirklich beträchtlich. 5 Minuten und 14 Sekunden gegenüber dem Mann mit den roten Punkten auf dem Trikot und mehr als 6 Minuten gegenüber Ulrich, der hier führt. Das sind der Zweite und der Dritte im Gesamtklassement, die hier den Leader angreifen. Mit Garcia ist auch der Achte dabei. Der Siebente sogar. Allerdings, wenn die vier hier zusammenspannen, und es ist noch weit ins Ziel, und Agnoluto alles alleine fahren muss, dann wird der Abstand sich doch um einiges verkürzen. Auf der Passhöhe, auf dem Wolfgangpass, sind es dann noch 16,8 Kilometer bis ins Ziel. Mit einer Steigung drin, Richtung Sertigtal geht es dann noch berghoch. Die Langlauffreunde, die schon mal in Davos waren, werden dieses kleine Tal bestimmt kennen. Hier führt eine schöne Loipe in dieses Tal. Aber vermutlich ist Agnoluto noch nie da gewesen. Am Hinterrad von Agnoluto jetzt Luttenberger, dessen Plan sich nicht in die Tat hat umsetzen lassen, nämlich die Tour de Suisse ein zweites Mal zu gewinnen.
Das ist die Skiüberführung der Abfahrt hinunter nach Klosters. Ja, die Lücke hat sich doch deutlich aufgetan. Aber er tut das einzig Richtige, Janjo Lutto. Er lässt sich da nicht allzu sehr erschrecken. Valotti hat Anschluss gefunden nach seinem Defekt bei Janjo Lutto und bei Luttenberger. Die vier sind immer noch beisammen. Es sind vor allem Gamenzindo und Ulrich, die führen. Piepoli führt nie, Garcia selten. Ulrich will abgelöst werden. Sie sehen, Piepoli bleibt am Hinterrad, fährt den Schwenker mit, verweigert die Führung. Das sorgt auch nicht für Stimmung in diesem Quartett. Oskar Gamenzin mit einer großen Übersetzung. Da ist viel Power da hinten, dahinter. Und Jan Ulrich hat sich umgedreht, hat Piepoli aufgefordert. Drei Kilometer jetzt nicht mehr ganz bis zur Passhöhe. Die Entscheidung im Bergpreis ist praktisch gefallen. Der Bergpreissieger, er wird Garcelli heißen, wenn Garcelli das Endziel Zürich morgen erreicht. Marke 20 Kilometer bis ins Ziel. Ja, und jetzt kommt Elli wieder von hinten. Und Elli, er ist wirklich ein treuer Mannschaftshelfer. Alberto Elli wird da sicherlich seinem Leader noch einiges helfen können, geht sofort an die Spitze, sagt ihm, komm Junge, jetzt musst du dich dran heften, jetzt geht's um alles, verlieren nicht die Moral. Und Elli holt schon wie so oft wieder für Anjo Lutto die Kohle aus dem Feuer. Baldinger hat den Anschluss auch wieder geschafft zur Gruppe von Anjo Lutto. Kurz vor der Passhöhe des Wolfgangpasses, vor dem Kulminationspunkt also, der zweite und der dritte im Gesamtklassement in der Spitzengruppe im Angriff auf das Goldtrikot Anjo Lutto, nämlich Gamenzindo und Ulrich. Aber Anjo Lutto wehrt sich gut, er hat seinen Rhythmus beibehalten, wird noch unterstützt von seinem Mannschaftskollegen Elli. Und ist nicht in Gefahr, im Augenblick das Trikot zu verlieren, auch wenn er einige Sekunden eingebüßt hat. Der Solist des Tages, 110 Kilometer, ist er allein vorausgefahren. Wilfried Peters, er ist längst gestellt. Und seine Attacke, seine Vorausfahrt war heute nur eine Episode. Auf einem flachen Zwischenstück bei Larett jetzt das Spitzenquartett. Noch ein steiler Anstieg und dann ist der Bergpreis erreicht. Der Blick zurück. Der Abstand ist ungefähr gleich geblieben. Keine Minute beträgt der Rückstand. Anjo Lutto hält sich hervorragend. Gamenzin war es, der mit zwei trockenen Antritten versucht hat, diese Tour noch für sich zu entscheiden. Aber er muss wohl heute einsehen, dass die sehr, sehr schwierig ist gegenüber den mit viel Selbstvertrauen ausgerüsteten Franzosen jetzt, der ja seit La Chaux-de-Fonds, seit der dritten Etappe dieses Goldtrikot trägt. Jedes Mal, wenn Oskar Gamenzin führt, erhöht sich das Tempo im Spitzenquartett. Da sehen Sie, wie wertvoll die Arbeit eines Mannschaftshelfers ist. Elli hatte kurzzeitig den Anschluss verpasst, hat sich wieder zu seinem Leader nach vorn gekämpft, hat sofort die Spitze übernommen
und führt jetzt Agnolito wieder in ansehnlichem Tempo hinauf zur Wolfgang Passhöhe. Das ist das Spitzenquartett. Dann die ersten Verfolger. Das ist immer noch das Spitzenquartett, jetzt vom Motorrad aus gesehen. Garcia. Garcia Casas, Felix mit Vornamen. Garcias gibt es ja etliche im Feld. Ein Madrilene. Mannschaftshelfer von Laurent Dufault, auch im Festina-Team. Der Rückstand in Larette für Agnoluto, 59 Sekunden. Also immer noch mehr als 4 Minuten Reserve für ihn im Gesamtklassement. Oskar Gammenzind fährt ein hervorragendes Rennen. Leonardo Piepoli, der Mann in Rot, der Italiener, geboren in La Chaux-de-Fonds, zweiter hinter Echevarria in Bosco Gorin. Trotz eines Armbruchs im Training im Frühling, Anfang des Jahres in Mexiko, Ulrich führt. Jan Ulrich ist eigentlich der Hauptverbündete von Oskar Gammenzind in dieser Spitze. Er ist der Einzige, der ihn tatkräftig zu unterstützen vermag. Natürlich wahrt Jan Ulrich damit auch seine eigenen Interessen, denn er ist Dritter im Gesamtklassement mit 6 Minuten 15 Rückstand. Und da trennen ihn vom zweiten Platz, der von Oskar Gammenzind belegt wird, nur eine Minute und eine Sekunde. Also vielleicht hofft sich Jan Ulrich, dass er vielleicht auf den zweiten Platz vorstoßen könnte. Allerdings, so wie jetzt Oskar Gammenzind unterwegs ist, glaube ich kaum, dass Jan Ulrich ihm hier Zeit abnehmen kann. Aber Ulrich kann seinen Podestplatz jetzt etwas betonieren. Denn eine Minute, fünf Sekunden hinter ihm liegt auf Platz 5 bereits Roland Meyer. Und Echevarria auf Platz 4 liegt nur 5 Sekunden hinter ihm im Gesamtklassement. Er möchte sich vielleicht auch noch den dritten Platz sichern. Und jetzt versucht es Gammenzind noch einmal. Das ist die dritte Attacke mit vollem Risiko gefahren von Oskar Gammenzind. Da ist viel Dampf dahinter. Schauen Sie mal, mit welchem Gang Oskar Gammenzind hier der Bergpreiswertung entgegen hochwuchtet. Gammenzind, Bergpreissieger oben auf dem Wolfgang Pass mit Abstand. Dann folgt Ulrich als Zweiter, dann Garcia und dann Piepoli. Aber interessant wird jetzt die Zeitmessung sein gegenüber dem Leader, gegenüber Christoph Agnoluto. Die Kamera sucht ihn da, schwenkt zurück. Das ist Echevarria, Rolli Meier, Udo Bölz, Garzelli, Gonciar, Puttini und Casagrande. Puttini fährt auch wieder sehr gut, unauffällig, hat er sich da in die vordersten Positionen hinein manövriert. 40 Sekunden sind vorbei jetzt. Auch Roland Meyer, der Kapitän des Swiss Post Teams, Fünfter im Gesamtklassement, schlägt sich hervorragend. Und Agnoluto hat die Passhöhe noch nicht erreicht, da ist er nicht zu sehen. Eine Gruppe mit Dani Nellissen und, so glaube ich, Bouchor. Ja, und da müsste jetzt die Gruppe mit Agnoluto kommen. Das ist sie auch. Agnoluto in zweiter Position hinter Rally. Da ist Luttenberger dabei, Baldinger. Kilometer vor dem Ziel auf der Passhöhe hat er anderthalb Minuten verloren. Genau anderthalb Minuten, 6 Minuten 14, 5 Minuten 14 die Reserve gegenüber Gammenzind. Also jetzt sind es noch 3 Minuten 45.
Jetzt wird die Tour de Suisse vielleicht doch noch einmal spannend, denn es geht jetzt nicht direkt ins Ziel, nach vorne auf der Ebene entlang dem Davoser See ins Zentrum von Davos, sondern es muss noch eine Zusatzschlaufe ins Sertigtal gefahren werden. Das ist der Spitzenmann. Da lässt er nichts anbrennen, Oskar Gammenzind. Jetzt wuchtet er einen Riesengang. Egal wie es ausgeht, da kann man nur den Hut ziehen vor der Leistung und vor der Einsatzbereitschaft, vor dem Willen von Oskar Gammenzind. Der wird angefeuert von Hugo Steinecker. Man darf gar nicht daran denken, wie es herausgekommen wäre, wenn die Mannschaft von Mapei tatsächlich hinauf nach La Chaux-de-Fonds ein bisschen Tempo gemacht hätte und den Rückstand gegenüber Anjo Lutto nicht auf mehr als 11 Minuten hätte ansteigen lassen. Das Problem war damals, dass Valentino Feuss aus der Mannschaft von Gammenzind auch vorne war und man hatte auch Vertrauen in Valentino Feuss, der dieses Vertrauen eigentlich nicht erwidern konnte. Valentino Feuss ist eingebrochen und so ist die Mapei-Mannschaft ins Hintertreffen geraten. Wenn man da nur ein bisschen mehr an Oskar Gammenzind geglaubt hätte, dann wäre diese Tour de Suisse vermutlich mit einem Schweizer Sieg zu Ende gegangen. Aber mit wenn und aber kann man jedes Resultat richten. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart, wo Oskar Gammenzind dem Ziel entgegenfährt. Er hat die Zusatzschlaufe rekognosziert. Vielleicht ein Vorteil für ihn gegenüber den ausländischen Gegnern. Aber jetzt, da nimmt er volles Risiko auf sich. Da wird nicht mehr lange gefackelt. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Er hat die Chance auf den Tour de Suisse-Sieg gepackt. Versucht mit der Brechstange, kann man sagen, das Ganze noch zu richten. Aber eben 5 Minuten 14 am Start der heutigen Etappe. Das ist halt sehr, sehr viel. Oskar Gammenzind jetzt bereits mitten in Davos. Inzwischen hat er die Prämie beim Credit Suisse Spurt gewonnen. Das interessiert ihn natürlich jetzt nicht speziell. Jetzt geht es Richtung Frauenkirch. Und dann wird in Frauenkirch links abgebogen Richtung Sertig. 1,41. 5,14 betrug die Reserve. Jetzt sind es also noch 3,5 Minuten. Oskar Gammenzind, der mir in Paris-Nizza anvertraut hatte, dass er ein bisschen Angst habe von dieser großen Mapei-Struktur. Er war ja im Lampre-Team letztes Jahr. Ein kleineres Team, das zwar hervorragende Elemente in ihren Reihen hatte. Tonkov, der Giro-Sieger, war damals in dieser Mannschaft mit Oskar Gammenzind. Und die Lampre-Mannschaft hat mit der Mapei-Mannschaft fusioniert und Oskar hatte da das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen groß würde. Aber er hat sich hervorragend aus der Affäre gezogen und zeigt, dass er sich auch in einer großen Struktur in der Hierarchie einreihen kann. Und im Moment ist er da wirklich der sicherste Wert an der Tour de Suisse dieser großen Mapei-Mannschaft. Pugno, der zweifache Weltmeister, gehört zum Team. Museu, der aktuelle Weltmeister, gehört zum Team. Die Mapei-Mannschaft hat in dieser Saison, sie ist ja an zwei Fronten jeweils im Einsatz. Sie hat so viele Fahrer unter Vertrag, dass sie zwei Rundfahrten gleichzeitig beschicken kann. Die Mapei-Mannschaft hat in diesem Jahr bereits 54 Rennen gewonnen. Steels, der Sprinter, gehört dazu. Wilfried Peters haben wir heute im Einsatz gesehen. Das sind nur diejenigen, die heute in der Tour de Suisse mit dabei sind. Aber auch Svorada zum Beispiel gehört zu dieser Equipe. Svorada, auch schon mehrfacher Sieger in diesem Jahr. Dann Jaskula, Ballerini, Van den Brucke, Daffi und so weiter. Das Team
Nummer 1 im Radsport, auch mit dem größten Budget über 10 Millionen Schweizer Franken. Und wie gesagt, mit Johann Museum Nummer 4 in der Weltrangliste, Andrea Taffi Nummer 11, Fangenbruck in 20. Position, Tonkov, Farisin, Stels, Zanini, Nardello, Svoroda, Bugno. Und Damen sind Ballerini, also wirklich die ganz großen Namen im internationalen Radsport sind mit dabei. Und Oskar Gammenzind, der werkt jetzt natürlich für einen Platz in diesem Mapai-Team in der obersten Stufe der internen Hierarchie. Und im Vorjahr war in diesem Team ja auch noch Toni Rominger mit dabei. Toni Rominger, der vom Mapai-Team weggegangen ist, nach Frankreich gewechselt hat, in die Cofidis-Mannschaft. Und inzwischen wohl ein bisschen bereut vielleicht, dass er dieses Mapai-Team, diese gute Organisation verlassen hat. Denn in Frankreich musste er schon bald feststellen, dass er nicht mehr so gut eingebettet war und so gut betreut und aufgehoben wie damals bei Mapai. Alberto Elli vor Agno Lutto und Luttenberger auf der Verfolgung von Oskar Gammenzind. Zehn Kilometer noch für Oskar Gammenzind. Der Abstand ist gleich geblieben, 1 Minute 42 Sekunden. Eine Gegensteigung folgt noch hinten im Sertig. Und im Moment heißt das Duell Gammenzind gegen Elli. Denn Oskar Gammenzind führt alleine voraus und für den Leader ist es Alberto Elli, der da alleine wirklich voll fährt. Puh, auf der Ebene fährt Oskar Gammenzind über 60 Stundenkilometer schnell. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Elli vor Agno Lutto und Luttenberger. Die Reihenfolge jetzt seit Kilometern an der Spitze der Verfolgergruppe. Man lässt ihn also zappeln. Weder Luttenberger noch die anderen in dieser Gruppe helfen dem Leader. Man will ein faires Duell, man will keinen begünstigen. Ein Bidon hat er inzwischen weggeschmissen. Zwei Minuten wird jetzt gemeldet, der Abstand. Das wäre natürlich erfreulich. Erhöht für uns die Spannung, die Chance von Oskar Gammenzind. Wenn er auf 30, 40 oder 50 Sekunden herankommt vor der morgigen Etappe, können wir dann noch eine Attacke erwarten in der Schlussetappe Richtung Zürich. Ja, ich glaube schon, denn versuchen wird er es, dieser Oskar Gammenzind. Wir haben von der starken Mapai-Mannschaft gesprochen und du hast es erwähnt, dass meistens in der letzten Etappe nicht mehr viel passiert. Aber morgen sind doch noch zwei Steigungen drin. Die Steigung von Gams nach Wildhaus und die zweite von Wad Wiel auf den Rickenpass, etwa 60 Kilometer vor dem Ziel. Also vielleicht wird Oskar Gammenzind morgen noch etwas im Schilde führen. Wenn er diesen Effort von heute verdaut, denn was er heute geleistet hat, das ist wirklich ein starkes Stück. Dreimal hat er voll angetreten. Und hat sich jetzt beim dritten Mal tatsächlich auch von Ulrich und den übrigen absetzen können. Den Prolog hat er gewonnen. Da war er noch etwas vom Glück begünstigt, weil viele seiner hauptsächlichsten Gegner auf nasser Straße fahren mussten. Jetzt biegt er ab Richtung Sertig. 41 Sekunden gegenüber Garcia, Piepoli und Ulrich. Das ist in Sachen Gesamtklassement nicht allzu bedeutungsvoll. Aber auch ein Etappensieg wäre natürlich verdient jetzt nach seiner Leistung. Aber unser Hauptinteresse, das gehört natürlich dem Abstand zwischen ihm und Agno Lutto.
Oskar Kammenzind, der in dieser Rundfahrt noch keine Bonifikation hat auf sein Konto schreiben können. Anje Luto hat 14 Sekunden Bonifikation erreicht, Jan Ulrich 10 Sekunden mit dem Etappensieg, Echevarria als Vierter ebenfalls 10 Sekunden. Aber vielleicht könnte Oskar Kammenzind heute mit dem Etappensieg nochmals 10 Sekunden dazu gewinnen. Das sind die Verfolger. Jepoli, Ulrich und Garcia Casas.71 Schweizer haben bisher Etappen gewonnen in der Tour de Suisse. Total 161 Stück. Damit eingerechnet auch der Etappensieg von Roman Sorn für diesen Mann hier, für Oskar Kammenzind. Kammenzind jetzt in der Steigung hinten im Sertig. Da gibt er alles, Oskar Kammenzind. Und er hat den Abstand vergrößern können zur Gruppe von Ulrich. Das heißt, die Chancen auf einen Etappensieg, sie steigen. Das ist wieder die Gruppe mit dem Leader ständig in Führung, Alberto Elli. Hier ist jetzt in Sertigtal einbiegt, also der Abstand, der ist schon ziemlich groß geworden. Zwei Minuten 13 hat man gestoppt. Also jetzt liegt Kammenzind noch 3 Minuten zurück im Gesamtklassement. 2 Minuten 59. Und hinzu kommt noch die Zeitbonifikation. Das macht dann 2 Minuten 49. Hinauf nach Bosco Burin, da hat sich Anja Luther noch retten können. Da hat er sich doch 2-3 Mal wieder herankämpfen können an seine Gegner, aber heute wird Anja Luto distanziert. Aber eben 11 Minuten 30 der Vorsprung nach seinem Etappensieg in La Chaux-de-Fonds. Das war halt vielleicht ganz einfach zu viel. Das wird auch den anderen sportlichen Leiter Eindruck machen und aufgrund dieser Leistungen wird Oskar Kammenzind bestimmt in den nächsten Jahren ein begehrter Mann sein. Da werden sicherlich einige Angebote unterbreitet werden, denn man sieht, dass dieser Mann hier ein Hoffnungsträger ist. Schon hat er wieder 10 Sekunden gewonnen, das ist unglaublich. Die Tour war ja für unsere Stars eigentlich eher ein Desaster, kann man sagen. Pascal Richard schon vor der Tour ausgefallen wegen einer Gesäßverletzung. Zülle gestürzt und ausgeschieden. Giannetti hat aufgegeben, nicht in Form. Rominger überhaupt nicht in Form. Und umso erfreulicher ist es eigentlich, dass die Nachwuchsleute da in die Fußstapfen der Stars treten. Allen voran Kammenzind, dann aber auch Meier, Bujor, Zberg fährt gut. Wirklich erfreulich, was die Schweizer da zeigen. Auch Ebersold, aber vor allem natürlich eben Oskar Kammenzind hier in voller Fahrt im Kampf gegen Christoph Anja Luto. Aber wir dürfen zuversichtlich sein für die nächsten Jahre. Es sind tatsächlich junge Rennfahrer da, die jetzt ihre Lehre absolvieren, ihre ersten Spuren abverdienen, die ihre Talente unter Beweis stellen, wenn Rominger aufhört, wenn allenfalls dann auch Zülle vielleicht nicht mehr allzu lang dabei ist. Zülle ist ja auch nicht mehr der Jüngste, Pascal Richard, der Olympiasieger, ebenfalls nicht. Auch ein Rolf Jährmann ist vielleicht nicht mehr allzu lange dabei. Da können wir dann auf Leute wie Oskar Kammenzind und seine Kollegen zählen. Fantastischer Effort, der hier erbracht wird von Oskar Kammenzind. Kein Zeichen von Schwäche,
während hinten offensichtlich Anjo Lutto Probleme hat, denn wir haben ja gesehen, in der kürzester Zeit hat er weitere 10 Sekunden verloren. Ja, und dass er wirklich in ganz, ganz großen Schwierigkeiten ist, deutet auch die Situation darauf hin, dass er Elli nicht ablöst. Also jetzt ist die Zeit eigentlich vorbei, wo der Leader sich in den Rädern seiner Mannschaftskollegen ausruhen kann. Jetzt müsste er das Heft selber in die Hand nehmen. Und jetzt er tut das auch, weil Elli nicht mehr dabei ist. Da haben wir jetzt also Anjo Lutto, er ist auf sich allein gestellt. Luttenberger, dann Baldinger und Jaksche. Valotti ist der vierte Mann aus dem Polti-Team, Position 4. Da vorne müssten sich noch Ulrich und seine Kollegen befinden. Das ist die Gruppe mit Puttini, Udo Bölz, Rolli Meier in zweiter Position. Bouchard ist dritter. Der Kampf ist in vollem Gang auf den letzten Kilometern, jetzt auf der Zusatzschlaufe hier in Davos. Der Abstand wird größer und größer zu Anjo Lutto. Man sieht, er leidet, er ist unruhig auf dem Rad, muss mit dem Oberkörper wippen. Lockerer an seinem Hinterrad Luttenberger, der jegliche Führungsarbeit verweigert. Eine Minute Vorsprung von Gammenzind auf die ersten Verfolger. Und 2,5 Minuten jetzt bereits ein bisschen mehr auf Anjo Lutto. Jetzt geht es wieder zurück auf die andere Talseite. Das Gleis der Rätischen Bahn ist überquert. Das heißt, er befindet sich jetzt 2,3 Kilometer vor dem Ziel. Der Etappensieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Aber die Frage ist, wie groß ist der Abstand zu Anjo Lutto? Aber allein schon der Etappensieg hier oben in Davos, da reiht er sich ein unter so große Namen wie Koblet und so weiter, die hier oben gewonnen haben. Freddy Rueck, Hugo Koblet, Ashley Mann, Garnier, der Tour de Suisse-Sieger, Winnen. Und jetzt also heute 1997, das steht fest, Oskar Gammenzind. Schon bald ist er auf dem letzten Kilometer. Beim Eisstadion, beim Sportplatz von Davos befindet sich das Ziel. Da rechts ist das Spital. Jetzt wird er noch eine kurze Abfahrt vor sich haben Richtung Bahnhof. Und dann kommt er auf die Zielgerade. Ein toller Erfolg von Oskar Gammenzind, der uns da viel, viel Freude macht. Der nichts versprochen hat, was er nicht halten konnte. Er hat gestern gesagt, ich werde alles tun, um Anjo Lutto noch in Schwierigkeiten zu bringen. Und das hat er wirklich auch getan. 2,43 im Clavadel, der Rückstand von Anjo Lutto. Er verliert also pro Kilometer jetzt mehrere Sekunden. Schade, dass das Rennen nicht noch 10 Kilometer länger ist. Ja, aber der Parku ist eben so, der Wolfgangpass kann man nicht verschieben und es wäre sicher spannend gewesen, wenn es jetzt noch 30 Kilometer ins Ziel gehen würde, denn dann wäre die Chance für diesen Mann hier, Oskar Gammenzind, größer, das Goldtrikot an sich zu reißen. Auf dem letzten Kilometer jetzt Oskar Gammenzind, der zweite Etappensieg für ihn in der Tour de Suisse 1997. Er bestätigt seine gute Form, seine Einsatzbereitschaft, seinen Kampfgeist und seine Fans, die zahlreich hier nach Davos gereist sind, sie werden natürlich jubeln und er wird voll durchziehen bis zum allerletzten Meter. Noch 500 Meter, er will jede Sekunde jetzt natürlich herausschinden. Er wird sich wohl kaum Zeit zum Jubeln gönnen, denn es geht um jede Sekunde gegenüber dem Leader
Agnoluto. Etappensieg von Oskar Gammensind auf der Etappe von Wetzikon nach Davos. Solosieg, eine ganz, ganz tolle Leistung, eine begeisternde Leistung des Innerschweizers hier oben im Bündnerland. Oskar Gammensind, Etappensieger in Davos mit einem Stundenmittel von 37 Kilometern. 5 Stunden 17 Minuten ist er unterwegs. Und jetzt kann er auf die Uhr schauen und ablesen, wie groß sein Vorsprung gegenüber Agnoluto ist. Als Nächste müssten kommen Garcia, Piepoli und Ulrich, die wir natürlich jetzt etwas aus dem Visier verloren haben, denn es galt ja vor allem, den Zweikampf Gammensind gegen Agnoluto zu verfolgen. Piepoli und Ulrich kommen hier. Garcia ist da nicht mehr dabei. Garcia hat den Anschluss verpasst. Es geht jetzt also um Platz 2 zwischen Ulrich, dem Gesamtklassements-Dritten, und Piepoli. Der Gesamtklassements-Zweite hat die Etappe gewonnen. Und der Leader ist in Nöten. Gammensind wird auch Gast sein in unserem Veloclub anschließend. Ulrich, ohne zu spurten, holt er sich Platz 2. Piepoli ist Dritter. Als Vierter wird Garcia kommen. Garcia ist ebenfalls im Ziel, das ist er. Mit 1 Minute 14 Sekunden Abstand, das ist aber nicht so bedeutungsvoll, denn wichtig ist, wie lange dauert es jetzt noch, bis dieser Mann hier, der allein auf sich gestellt ist, man nimmt ihm keine Führungsarbeit ab, das Ziel erreicht. Christoph Agnoluto, er biegt ein, jetzt hinunter geht zum Bahnhof. Vorher kommt aber noch die Gruppe mit Budini ins Ziel. Da wird jetzt gespurtet um Platz 5, Udo Wölz ist da mit dabei. Ich glaube auch Zberg. Gelb, das müsste Beat Zberg sein. Es geht also um Platz 5, auch Garcelli ist dabei, der Bergpreis-Leader. Und es ist Garcelli, der den Sport gewinnt. Garcelli gewinnt den Sport vor Dani Nevissen. Budini ist ebenfalls da und auch Bujor. Also die Schweizer haben sich wieder hervorragend gehalten. Noch nicht im Ziel ist aber Agnoluto. 2 Minuten 23. 5:14 betrug seine Reserve am Start. Er wird sein Trikot verteidigen. Aber vielleicht wird es morgen auf der Schlussetappe doch noch einmal eng. Da konnte er nicht mehr auf Mannschaftshilfe zählen, auf den letzten 10 Kilometern. Und jetzt wird er gar noch überspurtet, das wird ihn nicht sehr ärgern. Er weiß, dass er sein Trikot mit vollstem Einsatz verteidigt hat. Er erreicht das Ziel vor Luttenberger, 2:53 der Abstand. Das heißt 5:04 mit den 10 Sekunden Zeitbonifikation. Jetzt liegt also Gammensind nur noch 2 Minuten gut hinter Agnoluto zurück. 3 Minuten, mehr als 3 Minuten hat er gut gemacht, aber 2 Minuten trennen ihn halt noch immer. Fabian Jäcker hat jetzt das Ziel erreicht. Und da sehen wir noch einmal den Triumph von Oskar Gammensind. Eine kampfreiche, spannende Etappe hier hinauf nach Davos. Man erwartete schon die ersten Angriffe eigentlich an der Hulfdeck oder einem der früheren Bergpreise dritter Kategorie. Gammensind hat eigentlich lange zugewartet und hat dann von Küblis hinauf nach Saas angegriffen und auf diesen letzten Kilometern am Wolfgang Pass überraschend viel Zeit gegenüber Agnoluto herausholen können. Aber noch einmal ist Agnoluto davongekommen, mit einem blauen Auge, kann man sagen. 2 Minuten Reserve hat er noch für die letzte Etappe jetzt von morgen über 2 Berge von Davos nach Zürich. Über die Steigung von Wildhaus, das ist Ulrich, und den Rickenpass, die Distanz 186 Kilometer, ziemlich genau 1500 Kilometer sind zurückgelegt in der Tour de Suisse 97. Etappenzweiter
Ulrich, weiterhin Dritter im Gesamtklassement und hinter ihm Piepoli auf Platz 3. Vierter dann Garcia, das ist die Ankunft von Agnoluto, der noch überspurtet worden ist auf den letzten Metern, aber das ist für ihn nicht allzu tragisch. Das Wichtigste für ihn ist, dass es gereicht hat, auch ohne Unterstützung durch Mannschaftskollegen auf den letzten Kilometern, das Goldtrikot erfolgreich zu verteidigen. Aber zum Glück ist die Tour de Suisse jetzt doch noch einmal spannend geworden, nachdem ja in Chautfont die Luft mehr oder weniger draußen war. Trockenes Wetter, kühle Temperatur, aber gute Bedingungen für die Rennfahrer hier auf der Fahrt nach Davos. Ungefähr 40 Mann haben das Ziel erreicht, vielleicht nicht einmal ganz, 108 ohne den Tour de France-Sieger Bjarne Riis sind um 11:30 in Wetzikon gestartet. Ein toller Sieg also von Oskar Kammenzind, eine fantastische Leistung, Etappensieg für ihn vor Jarl Ulrich. Oskar Kammenzind, herzliche Gratulation, ein fantastisches Finale, zuerst zwei Attacken gegen Agnoluto und dann gegen Ulrich und dann haben sie sich durchgesetzt mit wirklich sehr viel Entschlossenheit. Ja, das ist wahr, obwohl ich glaube, ich habe mit Ulrich gesprochen, dass er, weil Piepoli und Garcia Casas haben sich nicht an der Führungsarbeit groß beteiligt, dann ließ mich Ulrich quasi fahren. Wir haben gemeinsame Sache gemacht und ich bin sehr froh, dass ich einen Etappensieg erreichen konnte. Was ist jetzt für Sie das bestimmendere Gefühl, die Freude, dass Sie diese Etappe gewonnen haben, wirklich in eindrücklicher Manier oder das Reuegefühl, dass Sie das Trikot nicht holen konnten? Ja sicher, es ist schade, dass ich das Trikot nicht holen konnte, aber ich habe schon heute vor der Etappe gewusst, dass es sehr schwer wird. 5 Minuten ist doch ein sehr großer Abstand und jetzt dieser Etappensieg befriedigt mich doch auch, entschädigt mich gewissermaßen für das verpasste Goldtrikot. Aber morgen gibt es ja noch einen Tag. Ja sicher, aber man muss es relativieren. Ich glaube morgen, das ist nicht allzu schwer und ich glaube, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Danke vielmals und herzliche Gratulation. Danke. Inzwischen hat auch Alberto Elli das Ziel erreicht. Alberto Elli, der zusammen mit Jermann zu den Hauptverantwortlichen auch heute wieder zählt, dass eben Agnoluto sein Trikot erfolgreich hat verteidigen können. Aber freuen wir uns über den Sieg von Oskar Kammenzind, der in der heutigen Etappe gezeigt hat, zu was er fähig ist. Er war der Stärkste am heutigen Tag. Das ist das Etappenklassement, Oskar Kammenzind vor Ulrich und Piepoli, dann Garcia, Garcelli, der Bergpreisleader, Dani Nellissen, Casagrande, Gonciar, Jaksche und mit 2 Minuten 54 Sekunden Abstand Christoph Agnoluto. Die verdiente Siegerehrung für den Etappensieger vorgenommen von Urs Freuler. Eine weitere Auszeichnung überreicht von Tourdirektor Steiner. Das war die Entscheidung in dieser heutigen Etappe, der Antritt von Oskar Kammenzind, unmittelbar vor der Passhöhe. Es war der dritte Antritt, der ihm zum Erfolg verholfen hat. Zweimal ist er wieder gestellt worden, beim ersten Mal vermochte sogar auch Agnoluto wieder aufzuschließen. Beim zweiten Mal nicht mehr der Leader, aber eben Ulrich, Piepoli, Garcia. Aber beim dritten Mal, da ist er dann entscheidend weggekommen, eben weil auch Ulrich nicht allzu viel dagegen hatte, dass er wegfuhr. Die beiden anderen hatten die Führung verweigert. Der Lohn für Oskar Kammenzind
der Etappensieg. Und weiter im Goldtrikot, er trägt sie jetzt schon seit einer Woche, Christoph Agnoluto. In diesem Augenblick erreicht Chalabert das Ziel mit beinahe 10 Minuten Rückstand. Es sind noch lange nicht alle Fahrer da. Erich Breukings kommt jetzt ins Ziel mit Sörensen. Eine größere Gruppe mit ziemlich genau 10 Minuten Rückstand. Geehrt werden wird auch noch Garcelli als Leader im Bergpreis. Es hat Tradition, dass meist Italiener das Bergpreisklassement gewinnen in der Tour de Suisse. Vorerst aber noch einmal Oscar Gammensind auf dem Podest als Führender im Punkteklassement. Er hat ja auch in der heutigen Etappe dieses Trikot getragen mit den orangen Punkten, das ihn auszeichnet als Punkteleader. Und heute hat er sich ja weitere 25 Punkte als Etappensieger gesichert. Er führt deutlich in diesem Punkteklassement, das wird ihm nicht mehr zu nehmen sein. Die Schatzalpan kennt keine Pause, auch wenn da unten die Ehrungen für die Besten der Tour de Suisse stattfinden. Ausstehend jetzt also noch die Ehrung für Garcelli. Stefano Garcelli, 24 Jahre alt, im nächsten Monat aus der Mannschaft von Beat und Markus Zberg. Zweiter hinter Ulrich oben in Kandersteg. Immer wieder hat er sich auch bei Bergpreiswertungen dritter Kategorie Punkte erspurtet und trägt deshalb verdientermaßen das Isostar Bergpreistrikot. Auch im Giro hat er geglänzt in einer Bergankunft als Dritter hinter Sieger Gotti und Migeli oben in Gervinia. Das also war's von der heutigen Etappe. Ein spannendes Finale hinauf nach Davos. Morgen am Schlusstag geht es jetzt das Prättigau hinunter. Sargans, Wildhaus über den Ricken, Rüti nach Zürich. 186,8 Kilometer, zwei Bergpreiswertungen in Wildhaus und auf dem Rickenpass. Die Ankunft auf der Rennbahn. Und jetzt Rolf Jermann. Rolf Jermann, es ist noch mal gut ausgegangen für Ihre Mannschaft. Oscar Gammensind hat die Etappe gewonnen, hat Ihrem Leader 3 Minuten abgenommen. Aber Sie waren der Hauptverantwortliche, dass es noch mal in Ihrer Mannschaft ist. Ja, ich glaube, wir haben gut gearbeitet bis ganz und die letzten 6 Kilometer vom Wolfgang. Und da war für mich eigentlich klar, dass er schaffen soll. Morgen ist noch ein Tag mit der Steigung nach Wildhaus. Glauben Sie noch mal, dass es so heftig sein wird wie heute? Ja, ich kenne die Steigung sehr gut und es ist sehr, sehr hart dort hinauf. Aber ich hoffe, dass alle Fahrer ein bisschen kaputt sind von heute. Und normalerweise sollte am letzten Tag nichts mehr passieren. Aber gewonnen haben wir erst, wenn wir in Zürich eintreffen. Wir wünschen Ihnen dazu gute Erholung. Vielen Dank. Das war's in Sachen Direktübertragung der Etappe. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim anschließenden Veloclub. Der Tagesschau-Sprecher Hans-Jürg Enz muss gehen. Der Abfahrtsweltmeister Bruno Kähnen will aufhören und durch das Swiss Gold Trikot darf auf einen ruhigen Schlusstag hoffen. Die Fakten zu diesen Themen im Veloclub direkt nach der Werbung. Ich bin zuerst gekommen. Das.
Das ist der Veloclub live aus Davos. Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben einen fantastischen Endkampf miterlebt hier auf und auf Davos. Mit einem generös kämpfenden Oscar Gamenzind. Jean-Claude Leclerc, dein Kommentar zum Oscar. Ja, ich glaube, die Bilder haben eigentlich mehr gesagt als überhaupt die Worte, die man darüber verlieren kann. Ich habe selten so einen entschlossenen Rennfahrer gesehen, der so effizient ist. Und die drei Attacken, die er gestartet hat und wie er es durchgezogen hat, war wirklich fantastisch gewesen. Auch wie sich der Christoph Agnoluto gewehrt hat, verdient wirklich ein grosses Lob. Wer für einen Oscar gekommen sind, noch mehr drinnen gelegen? Ich weiss, es ist hypothetisch, wenn vielleicht die Mappe ein bisschen aktiver gefahren wäre. Am Anfang von unserer Übertragung hat man die Mannschaft ja praktisch gar nicht gesehen. Ja, sie hatten natürlich einen Mann nach vorne geschickt und der ist 100 km vorausbedalt. Meine wäre sicher gewesen, dass wenn der Oscar Gamenzind alleine zu ihm hätte aufschliessen können, dass er ihm vielleicht noch ein bisschen geholfen hätte. Aber eben der Wilfried Peters hat schon viel geschafft. Es ist nicht ganz aufgegangen und mit Wenn und Aber kann man jedes Resultat richten. Aber es ist fantastisch gewesen, wie er gefahren ist. Der Oscar Gamenzind ist noch 2 Minuten 20 hinter dem Christoph Agnoluto. Morgen ist der letzte Tag. Kann man das noch aufholen oder gilt jetzt da halt das ungeschriebene Gesetz vom letzten Tag? Ja, also das ungeschriebene Gesetz kenne ich nicht und ich glaube, es ist sicher noch eine Etappe morgen. Es kann sicherlich noch etwas passieren, aber es wird ganz schwer werden. Die beiden Protagonisten vom heutigen Tag sind bei uns. Herzlich willkommen, Oscar Gamenzind, Christoph Agnoluto. Oscar Gamenzind, Gratulation zum Sieg das erste Mal. Wie lange sind Sie jetzt hier oben im roten Bereich gefahren oder an Ihrem Limit? Ja gut, von Kloster so weg, dort wo ich angegriffen habe, bin ich eigentlich im roten Bereich gefahren. Vielleicht nahe in der Gruppe mit dem Ulrich und dem Piepoli und dem Garcia Casas. Da habe ich immer geschaut, dass ich noch ein bisschen Reserve habe. Und leider haben sich dann die Garcia Casas und der Piepoli eigentlich nicht gross an der Führung beteiligt. Und dann hat mich der Jan Ullrich sicher auch nicht richtig verfolgt, gerade im ersten Moment, weil er doch auch wollte diese Führung überlassen. Haben Sie nie Angst gehabt, dass Sie irgendwie den Hammermann noch einhalten? Nein, also eben, wie gesagt, ich habe immer geschaut, dass in der Gruppe noch Reserve habe, also eventuell auf eine Attacke vom Jan Ullrich noch reagieren kann, sonst wäre ich ja den zweiten Platz verloren im Gesamten. Aber ich bin sicher zufrieden mit meiner Leistung. Christoph Agnoluto, wie ist es innen gelaufen in diesem harten Aufstieg auf Davos? Also ich war nie im roten Bereich, ich bin einfach meinen Stil gefahren und ich habe gemerkt, die anderen waren zu stark für mich vorneweg und ich habe einfach meinen Rhythmus beibehalten und ich habe gewartet, was sich da entwickelt. Da war Rolf Jermann noch bei mir und die haben mir dann geholfen, ich habe dann die Steigung schaffen können. Nach dem zweiten Angriff von Oscar Gamenzind hat man mal ein Bild gesehen, wie der Mannschaftswagen zu Ihnen vorgefahren ist. Was hat Ihnen da der sportliche Leiter gesagt? Er hat gesagt, ich soll mich einfach nicht verrückt machen lassen und ich habe weiterhin noch genügend Vorsprung. Und die haben gesagt, lass sie nicht verrückt machen, das klappt schon noch. Und die anderen haben natürlich für mich gearbeitet. Und wir haben im Grunde da den Schaden begrenzen können heute. Sie, Oscar Gamenzind, haben noch vor dem Wolfgang Pass angegriffen. Sind ja da die anderen einfach zu langsam gewesen? Oder ist das eben jetzt eine Sache von den Nerven gewesen? Ja gut, eben. Als sie uns unter Kloster das erste Mal wieder eingeholt haben, dann habe ich eigentlich gewusst, das gesamte Skelen kann ich wahrscheinlich nicht mehr holen. Oder? Und dann habe ich geschaut, dass ich einfach noch einen Etappensieg realisieren kann. Nach dem, was wir heute gesehen haben, nach dieser Vorstellung, die also wirklich sehr beeindruckend war, geht da nicht ein bisschen der Vorwurf von Ihren Mannschaftskollegen oder auch Ihren sportlichen Leitern, dass man sie auf der Etappe von La Chaux de Fonds doch ein bisschen besser hätte unterstützen sollen? Ja gut, ich sage es so, im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Sicher ist es schlussendlich enorm schade, aber ich meine, man muss auch sehen, das war in der zweiten Etappe im Gesamtklassement, sind nur schier alle innerhalb von einer Minute gewesen. Und ich bin eigentlich da nicht, ich bin sicher auch einer der Favoriten gewesen, aber nicht einer der Top-Favoriten. Und wir haben halt auch ein bisschen zu viel auf die anderen Mannschaften geschaut. Zum Beispiel haben wir mehr erwartet von der Onze. Wir haben mehr erwartet von der Telekom und ja. Ja, aber Sie sind der Goldtrikotträger zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt sicher, aber wie gesagt, ich meine, in der zweiten Etappe hätten wir jede Gruppe müssen, immer alles nachher. Das ist enorm schwierig, vor allem am Anfang. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, ich hätte das Trikot nicht schon ganz vom Anfang an gehabt. Das wäre vielleicht schier besser gewesen. Es ist jetzt auch wieder, wir sind bei dieser Diskussion wer und hätten, es ist jetzt so gelaufen. Die Mappe hat vielleicht können ein bisschen besser fahren können. Cristofanio Lutto, ein Wort zu ihrer Mannschaft. Die hat sie, glaube ich, gut unterstützt, die letzten paar Tage. Ja, man hat mir gestern vorgeworfen, die Mannschaft sei etwas schwach, die ich habe, aber heute während des gesamten Rennens habe ich wirklich die Unterstützung gehabt, sonst wäre ich heute nicht so nah dran. Haben Sie Tour de Suisse jetzt gewonnen? Nein, das kann ich natürlich nicht sagen, dass ich die Tour de Suisse schon gewonnen habe. Meine, ein Tag liegt noch vor uns. Sagen Sie zu der Frage, Oskar gekommen sind, holen Sie ihn noch ein? Nein, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ich müsste eher andere Umstände da, höhere Gewalt kommen, aber ich glaube, unter normalen Umständen nein, ist er verdienter Leader. Sind Sie enttäuscht jetzt nach dem Tag? Nein, nach dem heutigen Tag nicht mehr so. Aber nein. Nach welchem denn, wenn Sie sagen, nach dem heutigen nicht mehr so? Ja, gut, jetzt habe ich einen Etappensieg erreicht. Und es ist doch ein schönes Gefühl. Das entschädigt mich auch ein bisschen, dass ich jetzt den Gesamtsieg nicht habe. Und morgen ist in dem Fall gar nichts mehr zu erwarten von Ihrer Seite. Ernsthaften Angriff. Ja, gut. Sag niemals nie, aber wie gesagt, unter normalen Umständen ist es gemacht. Also Sie haben Ihren härtesten Gegner gehört, Cristofanio Lutto. Sie sind nahe am Sieg. Wir haben ja viel ein bisschen diskutiert über Sie als Leader oder ich sage jetzt auch als Sieger von dieser Tour. Das Publikum ist klar, hat lieber einen Schweizer gehabt, der Tourdirektor hat lieber einen grossen Namen gehabt. Hat Sie das gestört, dass Sie ein unpopulärer Leader sind an dieser Tour? Nein, eigentlich nicht. Das Publikum ist doch bei mir. Man klatscht, wenn ich vorbeifahre. Ich bin vielleicht kein Schweizer, aber das ist ja nicht mein Fehler. Und ich meine, wenn ich denn das Rennen gewinne, umso besser. Was haben Sie für Reaktionen aus Frankreich jetzt gehabt, die letzten Tage? Ja, plötzlich bin ich sehr gefragt. Die französischen Journalisten reißen sich um mich, meine Freunde, meine Familie, die sind sehr interessiert. Ich danke euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, nach dem wirklich spannenden Kampf zu uns zu kommen. Ich wünsche euch beiden noch alles Gute. Merci vielmals. Merci beaucoup. Tour de Suisse Jackpot. Gewinnen Sie täglich 1.500 Franken. Erkennen Sie Radsportgrößen aus vergangenen Tour de Suisse-Zeiten und gewinnen Sie. Tour de Suisse Jackpot, gesponsert von Credit Suisse und Winterthur. Tour de Suisse Jackpot Teil 8. Sie wissen, wie es läuft. 1.800 Franken können Sie gewinnen, wenn Sie den Fahrer kennen. Die 1.500 Franken die gehören Ihnen, wenn Sie die richtige Lösung haben und bei unserem Telefonspiel durchkommen. Unsere Nummer das ist 01 419 22 33. 01 419 22 33. Auflösen tun wir den Beitrag wie immer ein bisschen später. Zuerst jetzt zu einem ganz anderen Thema. Die stärkste Mannschaft an dieser Tour de Suisse war sicher die Deutsche Telekom. Dreimal, drei Etappen hat die Mannschaft gewonnen. Und mit dem Bjarne Riis haben die Telekom einen Leader, der mehr als einmal an dieser Tour bewiesen hat, dass er in absoluter Topform ist. Auch wenn der Bjarne Riis nie gewonnen hat. Auch wenn der Bjarne Riis gestern Abend noch heimgereist ist. Bjarne Riis vor der gestrigen Etappe in Zug. Verstecken zu spielen bräuchte der Däne eigentlich nicht. Seine blendende Form hat er bereits unter Beweis gestellt. Im Aufstieg nach Bosco Corin am Sonntag musste er sich zu seinem Teamgefährten Jan Ullrich zurückfallen lassen.
Ulrich, bestklassierter Telekom-Fahrer der Tour, benötigte die Hilfe seines Chefs. Nach verrichteter Helferarbeit schloss Ries scheinbar mühelos wieder zur ersten Verfolgergruppe auf. In knapp zwei Wochen bei der Tour de France werden die Rollen in der Telekom-Mannschaft wieder vertauscht sein. Ja, steht ganz klar. Ich meine, ich hoffe, dass ich mich nicht zurückfallen lassen muss, um Bjarne zu helfen, sondern ich unterstütze ihn hundertprozentig, was ich kann, und ich hoffe, dass er vorne wegfährt. Zurück in Zug. Tour de Suisse-Alltag, Trainingsalltag für Bjarne Ries. Er liebt es gar nicht, sich bei seiner Vorbereitung auf die Tour de France durch irgendwen ablenken zu lassen. Bjarne Ries, wie sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Tour de Suisse? Ja, ist okay. Ich würde noch ein bisschen besser Wetter haben, aber sonst ist es ja gut. Und wie sind Sie zufrieden mit der Vorbereitung auf die Tour de France allgemein? Ja, ist okay. Er ist unheimlich zielstrebig, also er ist wirklich sehr konzentriert auf seine Ziele. Es gibt da keinen links und keinen rechts, also da gibt es sicherlich nur einen Weg. Und bei der ganzen Ruhe, die er ausstrahlt, kann er auch sehr, sehr bestimmend sein. Das Maillot jaune der Tour de France, darauf arbeitet Bjarne Ries hin. Nach 1996 will er es auch in diesem Jahr nach Paris tragen. Zurück im Tour de Suisse-Alltag von Bjarne Ries. Ein letzter Check beim Trainingsgerät. In der Etappe nach Wetzikon legte Ries an der Spitze ein höllisches Tempo vor. Ein allerletzter Test unter Rennbedingungen vor der Tour de France. Am Abend wird Ries den Tour de Suisse-Tross wortlos verlassen. Am Ende standen in Wetzikon zwei andere Telekom-Fahrer im Mittelpunkt. Rolf Aldag gewann die Etappe solo. Etwas Auslauf noch für den 28-Jährigen, bevor er in der Tour de France wieder ganz in der Helferrolle versinken wird. Ja, das ist ganz klar, da habe ich überhaupt keine Ambitionen für mich selber zu fahren. Also da spekuliere ich weder auf einen Etappensieg noch auf irgendeine Gesamtplatzierung. Das ist einfach so. In Flachetappen versuche ich, den Erik zu unterstützen, halt im Sprint, für ihn den Sprint zu lancieren. Udo Pölz doppelte als Etappenzweiter nach. Applaus für einen, der einen wichtigen Part bei Bjarne Ries Saisonziel spielen wird. Ich bin sozusagen der Edelhelfer von Bjarne Ries und meine Form ist ganz gut. Ich hoffe, dass ich sie konservieren kann. Ich denke, dass die Tour de Suisse hier nochmal ganz gut war im Hinblick auf die Tour de France. Und man wird sehen. Nach drei Wochen Tour de France lässt sich sagen, ob es gut war oder nicht. Dritter Etappensieg für Telekom in der diesjährigen Tour de Suisse. Kein anderes Team war bisher erfolgreicher. Seine Ambitionen für die Tour de France hat Telekom angemeldet. Wenn Ries und Ulrich Sechster und Siebter würden, ist es also rein sportlich noch eine Riesenleistung, in der Tour de France Sechster und Siebter zu werden. Nur wird man uns dann wahrscheinlich mehr oder weniger den Kopf abschlagen, weil man einfach sagt, okay, mit den Ambitionen und so, mit denen man da hinfährt, ist Platz 6 und 7 vielleicht nicht gerade die Erfüllung. Der Tour de France-Fahrplan von Bjarne Ries stimmt. Der Zeitpunkt, die Tour de Suisse-Tür zu schließen, ist für ihn gekommen. Das war der Beitrag von Roland Tobler. Und wir sind Ihnen noch eine Siegerehrung schuldig, die vom CS Sprint. Die holen wir jetzt nachher. Gewonnen hat dort der Fabrizio Guidi. Fabrizio Guidi, also Sieger, respektive Führende in der CS-Sprintwertung. Er, der vor allem am Anfang dieser Tour mit einer langen Flucht für Furore gesorgt hat. Ein junger Fahrer, der die Zukunft sicher noch vor sich hat. Eine ganz grosse Zukunft vor sich hat. Er erinnert mich immer ein bisschen an Francesco Moser, wo der Francesco Moser angefangen hat. Er verfügt über alle Qualitäten und er ist sehr schnell im Sprint. Er hat unter anderem auch schon Gipping gewonnen und er weiß, wie man siegt. Er hat eine gute Mannschaft zu seiner Seite und wir werden ihn sicher wieder sehen. Und bei uns geht es jetzt also, wie versprochen, weiter mit der Auflösung des Wettbewerbs. 1500 Franken sind im Jackpot und wer ist auf Leitung 1 bitte?
Ja, das ist Fragastaldi. Sein Name? Gastaldi. Gaspaldi. Gaspaldi, ein Gast im Restaurant. Okay. Grüße, Fragastaldi. Grüße, Herr Wagner. Können Sie uns sagen, wer wir gesucht haben? Ja, da der Jean-Claude Leclerc, der war noch mitmacht. Es ist wahnsinnig. Wir haben das Gefühl gehabt, wirklich der Wettbewerb sei schwer genug, dass wir nicht alle rauslassen müssen. Aber ja, unser Publikum kennt alle. An was haben sie erkannt? Ja, einfach an den Gesichtskonturen. Einfach so, er hat etwas Bestimmtes im Gesicht oder so einen Ausdruck, den ich jetzt sofort erkannt habe. Okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme, muss ich nicht sagen. Jetzt hat es geklappt. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Ja, danke. Die 1500 Franken gehören Ihnen, werden einzahlt auf ein CS-Zinsstufensparkonto. Bleiben Sie bitte noch am Telefon, ja, damit wir Ihre Personalien aufnehmen können. Ja. Auf Wiederhören, Frau. Danke vielmals. Der Jean-Claude Leclerc, also ist der gesuchte Velofahrer, war 12 Mal hat er an der Tour de Suisse teilgenommen. Sein bestes Resultat war ein 9. Platz. Er hat 2-mal das Gold-Trikot gehabt, wenn es mir recht ist. 3 Etappensieg. Wenn du jetzt so dabei bist als Co-Kommentator, reizt es dich manchmal nicht, wieder mitzumachen? Doch, doch. Also es wäre ganz schön, so ein bisschen am Anfang der Etappe ein bisschen mitzubummeln und mit den Kollegen ein bisschen zu schwätzen. Ich glaube, zwar im Finale würde man dann Kraft fehlen, weil man sieht immer wieder, die Leistungen, die die Leute am Tag legen, die sind fantastisch. Und wenn man jetzt schon 3 Jahre aufgehört hat, wäre es viel zu schwer, wieder den Anschluss zu finden. Okay, und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Dorfklatsch. Jetzt ist also draußen der Tagesschau-Sprecher Hans-Jürg Enz macht die Flüge. Der Hans-Jürg Enz muss weg. Ende Jahr geht der Enz quasi aus dem Bild. Der Blick schreibt heute, der Hans-Jürg Enz für die Tagesschau müsse weg. Er muss in einer Frau Platz machen. Was halten Sie davon? Ja, das ist richtig. Sollen wir einen neuen Platz machen? Ja, warum? Ich find ihn nicht so schlecht. Er muss in einer Frau Platz machen. Ja, das ist Pech. Gerade wenn er noch Musik gemacht hat, war er auch noch gut gesehen. Oh, enfin, je viens de Fribourg, je regarde la télévision en français. Je ne sais pas. Ein anderes Thema als die Absetzung des Tagesschau-Sprecher Enz sorgt in unserem Dorf aber noch für viel mehr Gesprächsstoff. Die Schweiz verliert nämlich nicht nur den Mann mit den Flügen, die Schweiz die verliert auch einen Weltmeister. Nachdem ich ein paar Wochen in Hawaii verbracht habe, haben wir Gedanken über meine Karriere gemacht. Und ich bin dort eigentlich zum Schluss gekommen, dass ich vom Skifahren zurücktreten möchte. Ich habe dort viel Golf gespielt und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und jetzt möchte ich dort auch noch probieren, Karriere zu machen. Birgit Dörtli, der Bruno Kerner, der Abfahrtsweltmeister, hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Was halten Sie davon? Ja, also ich habe das eigentlich erwartet, weil es ist immer so, dass man eigentlich auf dem Tiefpunkt der Karriere aufhören sollte. Und das kommt für mich eigentlich nicht überraschend. Ja, ich finde das in der Ordnung. Ich meine, ein Sportler sollte eigentlich auf dem Höhepunkt von seiner Karriere zurücktreten. Das ist schon gut so. Ja. Ich glaube, es ist für uns alle natürlich ein schwerer Schlag, dass der Bruno Kerner aufhören will. Auf der anderen Seite muss man ihn verstehen, wenn man jetzt wieder den real existierenden Schweizer Sommer anschaut, wie es schifft, wie es kalt ist und man gerade noch dankbar ist, dass es einen Tag mal ein bisschen trocken ist. Wenn man auch das Gesicht von Hugo Steinecker sieht, wenn er zum Himmel schaut, das sind alles Gründe, wo, glaube ich, zu einer logischen Konsequenz führen, dass, glaube ich, alle Schweizer müssen auf Hawaii gehen müssen. Eine Besonderheit haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Unser Tour de Suisse Dorf ist nämlich das einzige Dorf der Schweiz, das sich nach 10 Tagen in Luft auflöst. Ein Skistar weniger also für die Schweiz. 2, die noch fahren, darf jetzt bei uns im Veloclub begrüßen. Martina und Paul Akula, herzlich willkommen bei uns im Club. Martina, wann trifft man Sie hier oder wo kann man Sie auf dem Velo antreffen? Auf dem Velo vor allem im Wald, weil auf der Straße bin ich viel zu wenig geschwind. Jetzt sind Sie hier mit Ihrem Bruder bei uns zu Gast. Was war er so für ein Bruder gewesen, früher, der Paul? Früher habe ich mit ihm gelernt, Kraft zu trainieren. Wir haben ziemlich viel gekämpft miteinander. Aber wir haben auch sehr gute Zeiten gehabt und es ist ein sensationeller Bruder. Frage umgekehrt, Sie staunen gerade. Ja, was sagen Sie zu Ihrer Schwester? Ja, es ist natürlich nicht einfach. Wir sind 3 Buben daheim und 1 Mädchen. Und, von dem her war es sicher nicht einfach für Martina. Und hat, ich vermute, durch das sicher auch viel Härte gelernt, die sie jetzt ausspielen kann, hoffe ich.
Hat sich eure Beziehung verändert, dadurch, dass ihr beide im Skizirkus unterwegs sind? Quasi im gleichen Beruf auch tätig sind? Ja gut, ich hoffe, dass ihr zwischen ihnen so ein paar Tipps geben kann und auf skifahrerischer Basis und dass ich die auch von ihrer, ich weiß nicht, auf menschlicher Basis auch zurückkriegen und ich habe das Gefühl, so ergänzen wir uns noch gut. Wo kann er ihnen am meisten helfen in Sachen Skifahren? Ja, das ist, glaube ich, ein Vorbild par excellence. Von dem her hätte ich noch 3 Disziplinen zum Lernen, aber ich bin jetzt einmal froh, dass ich von den anderen dabei bin. Vorbild ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort für mich. Ich habe mich gefreut auf euch beide, vor allem aber auf sie. Sie haben mich ins Staunen gebracht die letzten paar Jahre. 1992 ganz oben, der grösste in allen Schlagzeilen. Und dann lang in einem Loch, nie ganz unten, aber es ist nie mehr so richtig gelaufen. Bis jetzt am 8. März 1997, Shiga Kogan, der Paul Akula wieder auf dem Podest. Wie haben Sie die Durststrecke so erlebt? Ja, ich habe sehr viel erlebt in dieser Zeit. Viel Negatives, auch viel Positives. Ich habe meine wahren Freunde kennengelernt und ja, ich muss sagen, auch von der Sponsorenseite her und so, ich muss denen Danke sagen, dass sie so lange gewartet haben, quasi, bis sie wieder kommen. Und auch bei den Trainern und so habe ich viele gute Sachen erlebt, aber auch zwischen ihnen viele schlechte Sachen. Und ich habe das Gefühl, jetzt im Moment haben wir eine Mannschaft zusammen, wo man wirklich richtige Strick verreissen kann und ich freue mich richtig auf den nächsten Winter. Sie haben vorhin beim letzten Beitrag gesagt, soll ich auch gerade meinen Rücktritt erklären? Haben Sie in dieser Zeit überhaupt einmal an das gedacht? Ja, zwischen denen denke ich mir schon, aber ich bin ja so ein ehrgeiziger Teufel und ich konnte das nicht auf mir hocken lassen, weil ich wusste, ich kann Ski fahren und es ist nur eine Sache, die im Kopf stattgefunden hat und ich habe jetzt einfach mich wirklich noch mal herwagen an die Weltspitze und ich habe das Gefühl, ich bin auf dem besten Weg. Von Ihnen, Martina, wissen wir auch, dass Sie sehr gut Ski fahren können. Und gleich jetzt im letzten Winter hat es selten so richtig gelangt für eben 2 gute Läufe. Einen ist meistens gut abgekommen. Was ist das Problem bei Ihnen? Also ich habe den ganzen letzten Winter mit einer Diskushernie gekämpft. Ich habe mehr oder weniger jeden Tag weh und ich habe gemerkt, mit Schmerzen ist man einfach nur ein halber Sportler. Vor allem jetzt. Die letzten 2 Monate habe ich wirklich geholt hat, wird er sicher noch mal etwas probieren, aber es ist ganz klar der letzte Tag und es wird knapp. Wie ist so die Stimmung in einem Feld an einem letzten Tag unter der Fahrer? Nimmt man den noch ernst? Ja, also an der Tour de France wird mehr gesungen und gescherzt, aber Tour de Suisse ist halt gleich nicht ganz Tour de France. Die Tour ist nicht so lang gewesen, 10 Tage kann man verkraften und mit dieser Situation, dass der Oskar gegangen sind, noch mal so nahe hergekommen ist, dann wird es nicht so Ferienlagerstimmung geben. Gesungen haben an der Tour de Suisse schon heute am zweitletzten Tag. Das sind Bilder von heute am Morgen bei der Fahrervorstellung. Die Monika Kehrin zusammen mit Guidi Bugno. Auch der Oskar Gammensind war noch oben. Also die Velofahrer, wenn sie nicht gerade unterwegs sind gegeneinander, sind gute Freunde miteinander. Ja, es sind lustige Gesellen und der Bugno kann man jeden Tag beobachten. Also er nimmt es nicht mehr so ernst und sorgt für eine gute Stimmung. Und das muss ja auch sein. Okay, danke vielmals Jean-Claude Leclerc. Morgen also die letzte Etappe, die ab 2:30 bereits live auf dem Kanal DRS. Heute Abend auf Schweiz 4 am 7. Die Tageszusammenfassung. Danke vielmals fürs Zuschauen. Adi miteinander.